can feel you breathing with your hair on my skin as we lie here within the night. I pull the sheets so when it's cold on your feet, 'cause you fall back to sleep every time. Grow old with me, let us share what we see, and all the best it could be, just you and I. And our hands, they might age, and our bodies will change, but we still be the same as we are. You'll be the one, make me hurt, make me calm, make me feel like I'm real and alive. Grow old with me, let us share what we see, and all the best it could be, just you and I. And the hairs, they stand up, and my feet start to thump. Yeah, the feeling is real and alive. And you'll be the one, you make me hurt, make me calm, make me feel like I'm real and alive. And they sing, grow old with me, let us share what we see, and all the best it could be, just you and I. Grow old with me, let us share what we see, and all the best it could be, just you and I. One foot onto the ice, I hold my breath and try to believe. Can I look at you with different eyes, like the girl that I was when I was 17? The fallen empires, the shattered glass, the wicked echoes on my past. Seen it all before, that's why I'm asking. Will you still be here tomorrow, or will you leave in the dead of the night, so your waves don't crash around me? I'm staying one step ahead of the tide. Will you leave me lost in my shadow, or will you pull me into your light? Teach me how to be loved, teach me how to be loved. I got caught up in the days of the wine and roses, such a sweet care. But I watch it all slip away, like running water from my head, raining on the picture left. The fallen empires, the shattered glass, the wicked echoes on my past. Seen it all before, that's why I'm asking. Will you still be here tomorrow, or will you leave in the dead of the night, so your waves don't crash around me? I'm staying one step ahead of the tide. Will you leave me lost in my shadow, or will you pull me into your light? Teach me how to be loved. Can I give myself just one more second chance and put my trust in love? Please don't hurt me. If I make myself like a feather in your head and put my trust in love, please don't hurt me.
dead all the night. So your waist don't crash around me. I'm staying one step ahead all the time. Will you leave me lost in my shadow? Or will you pull me into your life? Teach me how to be loved. Teach me how to be loved. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal um einen richtig kräftigen Applaus bitten. Das ist eine Eventhalle. Anna Krüger und Norman Klebe, meine Damen und Herren. Kommst du noch mal rauf? Kommt beide noch mal rauf? Der Beifall wird zum Orkan. Wir werden die beiden im Verlauf des Abends noch zwei, dreimal hören. Ich freue mich drauf. Die Anna Krüger kommt aus Zehren. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Arendsee. Und der Norman Klebe, ich glaube, den kennen ganz, ganz viele von Ihnen. Ist der Bürgermeister von Arendsee. Und bei der Vorbereitung des Abends bin ich da mal die Bilder durchgegangen und denke mir, Mensch, den Mann kennst du doch. Ja, stimmt. Auf einer der letzten Mann-O-Mann-Touren, die ich mit dem Fahrrad gemacht habe, quer durch Sachsen-Anhalt. Wir haben angefangen in Arendsee und es endete auf dem Brocken mit dem Rad. Dauerte ungefähr 3,5 Wochen. Es waren knapp 850 Kilometer. Mache ich nie wieder. Haben wir Stationen bei ihm gemacht und wir haben bei einer der Live-Schalten noch fürs MDR-Fernsehen Sachsen-Anhalt heute zusammen gesungen. Von den Beatles, Let It Be, eine Strophe. Irgendwann haben meine beiden Söhne, Marius und Michael, diese DVD gefunden. Die war eigentlich im Giftschrank. Sie haben sie trotzdem gefunden. Und ich komme dazu und der Große sagt, Papa, bist du das da? Ich sage, ja. Ich habe da mit dem Bürgermeister gesungen. So sagt Marius, nee. Gesungen hast du nicht, gesungen hat nur der Mann am Klavier. Norman Klebe. Das war cool. Ein schöner, ein spannender Abend steht uns bevor. Ich freue mich sehr darauf. Schön, dass Sie da sind. Sie haben den richtigen Platz, den richtigen Abend, die richtige Stunde gewählt. Es gibt keinen schöneren Platz in der Altmark, als hier zu sein am heutigen Abend. Wirtschaftspreis Altmark 2022 in 5 Kategorien. Das ist immer sehr spannend. Ich freue mich auf die Preisträger, freue mich auch auf die Laudation. Das sind die Vorjahrespreisträgerinnen und Preisträger, die Sie halten werden. Ich finde das toll. Begrüßt Sie jetzt als Ihr Gastgeber des heutigen Abends, meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Altmark West. Hier ist Hans-Jürgen Behr. Bitte sehr. Vielen Dank und guten Abend, Herr Mann. Andreas Mann gehört ja schon seit einigen Jahren fest zu unserem Team. Er begleitet uns regelmäßig bei den Festveranstaltungen zur Verleihung des Wirtschaftspreises. Auch Sie sind herzlich willkommen, Herr Mann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer der Wirtschaftsregion Altmark unserer Einladung zur heutigen 20. Verleihung des Wirtschaftspreises Altmark 2022 gefolgt sind. Ich begrüße Sie alle auch im Namen meines Vorstandskollegen Andreas Stamer und unserer Vorstandskollegen aus Stendal, Herrn Jörg Achereiner und Paul Rodermann, erstmals in der Eventhalle Rustica in Winterfeld auf das Herzlichste. Sehr geehrte Gäste, wir alle begegnen derzeit vielschichtigen Herausforderungen, die zu erheblichen Unsicherheiten und Risiken führen. Zum Beispiel der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Verwerfungen auf den Energiemärkten und steigende Energiekosten,
Lieferkettenengpässe, beispielsweise durch Corona-bedingte Lockdowns in China oder sonstige Störungen der Transportwege, hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, Abwertungen des Euro, Klimarisiken, Arbeitskräftemangel sowie eine zu erwartende Rezession in Europa und Deutschland. In ihrem Monatsbericht vom September 2022 stellt die Deutsche Bundesbank fest, dass sich die Anzeichen für eine Rezession der deutschen Wirtschaft im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung mehren. Mittlerweile verschlechtern sich die Fundamentaldaten. Die Zahl der Insolvenzen stieg im August im Vergleich zum Vormonat um 6,6%. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im September 2022 weiter gesunken. Das IFO-Institut stellt fest, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft eingetrübt und der Ausblick auf die kommenden Monate deutlich pessimistisch ist. Insgesamt stellt sich die Risikolage für Unternehmen und Institute als verschärft dar. Ob sich dieser Trend fortsetzt, wird unter anderem davon abhängen, wie staatliche Unterstützungsleistungen für Verbraucher und Unternehmen in ihrer Gesamtheit sowie branchen- und sektorbezogen ausgestaltet werden und wie sie unmittelbar und mittelbar wirken. Andererseits haben wir allen Grund zur Hoffnung, dass uns die Tatkraft, die Kreativität und die Entschlossenheit gerade der mittelständischen Wirtschaft, die uns auch in der Vergangenheit durch manche schwere Phase getragen haben, auch die vor uns stehenden Aufgaben bewältigen. Der Zinsanstieg, die hohe Inflation und deren Auswirkungen stellen auch uns vor herausfordernde Aufgaben. In diesen schwierigen Zeiten engagieren wir uns aber auch nach wie vor für das Gemeinwohl und kümmern uns um junge Menschen, beispielsweise bei der finanziellen Bildung. Gerade in Zeiten hoher Inflation und knapper Haushaltskassen ist eine gute finanzielle Bildung wichtiger denn je. Unser Sparkassen-Schulservice bietet hier eine wichtige Hilfestellung für die Schulen, um Impulse für den richtigen Umgang mit Geld im Alltag zu erhalten. Darüber hinaus arbeiten wir mit den allgemeinbildenden Schulen vor Ort zusammen, um dort in Workshops jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre finanzielle Allgemeinbildung zu verbessern, beispielsweise mit dem Planspiel Börse. Viele, oft junge Menschen, fragen allerdings, wie und warum Allgemeinbildung heute noch wichtig ist. Es gibt doch Google und Wikipedia. In Sekundenschnelle kann man auf jedem Smartphone mal nachschlagen, wenn es einem gerade nicht einfällt. Heute Abend möchten wir gern erfahren, warum es sich durchaus lohnt, sich immer wieder ein weiteres Stück an eigener Bildung zu erarbeiten und wie man sich Wissen nachhaltig aneignen kann. Herr Klusmann, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag Wissen als zentrales Bindeglied. Als Höhepunkt des heutigen Tages erwartet uns die Verleihung des Wirtschaftspreises Altmark 2022. Trotz der aktuellen schwierigen Lage für die regionale Wirtschaft hat uns eine Vielzahl an Bewerbungen erreicht. Mein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle den Jurymitgliedern, die die Bewerbungsunterlagen sehr sorgfältig ausgewertet, intensiv diskutiert und uns ihre Vorschläge unterbreitet haben. Es war keine leichte Entscheidung, denn alle Bewerber leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes Altmark. Und daneben sind sie in unserer Region auch gesellschaftlich sehr engagiert. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen einen interessanten und kurzweiligen Abend. Vielen Dank.
Ich bitte nun unseren Landrat Steve Karnitz um sein Grußwort. Vielen Dank, lieber Herr Bär. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ausdrücklich alle gleichwertig und wichtig heute hier zur Verleihung des Wirtschaftspreises Altmark, den die beiden Landkreise in der Altmark zusammen mit ihren Sparkassen ausgelobt haben, und wünsche uns allen einen schönen Verlauf des Abends. Der Wirtschaftspreis ist ein etabliertes Element in unserem Miteinander hier in der Region Altmark, und er zeigt einmal mehr, dass die Kooperation der beiden Landkreise im Sinne und zum Vorteil der Region Altmark insgesamt von großer Bedeutung ist. Herr Bär hat in seinem Grußwort die großen Herausforderungen und Risiken beschrieben, denen wir uns alle im Moment ausgesetzt sehen. Umso mehr freut es mich, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer heute hier erschienen sind. Und auch, dass sich Unternehmen der Bewerbung um den Wirtschaftspreis in dieser unsicheren Zeit gestellt haben. Bei allem Bestreben, das Verfahren einfach zu halten, liegt der Aufwand für die Unternehmen natürlich nicht bei null. Und wir haben 30 wirklich tolle Bewerbungen erhalten, die ich gern denen unter die Nase reiben würde, die ständig und gebetsmühlenartig von der strukturschwachen Region Altmark sprechen und das Narrativ füttern, hier würde ja nichts passieren. Mit einem solchen Narrativ arbeiten wir der Abwanderung vor und zeigen nicht, was bei uns in der Altmark alles möglich ist. Gern erinnere ich mich in diesem Zusammenhang an deine Aussage, lieber André Rummel, bei den Wirtschaftsjunioren in Tangermünde, als du sagtest, wir sind nicht strukturschwach, wir sind anders. Heute sind die Beweise dafür zahlreich vertreten, dass wir anders sind als eine Industrieregion. Wir sind nämlich Landwirtschaft, Mittelstand, Handwerk, Dienstleistung, Tourismus, und wir sind gute Ideen. Das macht uns hier aus, und zu selten sind wir selbstbewusst genug unterwegs. Das haben wir erst heute Vormittag wieder bemängelt, als ich zum Erfahrungsaustausch bei euch in der IHK Altmark in Salzwedel war. Auch im Wechsel des Namens von IHK Salzwedel zu IHK Altmark, der erst kürzlich vollzogen wurde, zeigt sich der Wunsch, die Altmark als eine Region zu verstehen. Mit Ihrem Besuch bei uns, sehr geehrter Staatssekretär Zender, zeigen Sie, dass die Landesregierung auch an der Entwicklung der Altmark gelegen ist, und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Wir Landkreise brauchen Sie an unserer Seite, um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen und Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Natürlich möchte ich in meinem Grußwort auch auf die aktuelle Lage aus Sicht des Landkreises eingehen, da es ein Grußwort ist, aber wirklich nur ganz kurz. Das meiste ist Ihnen bekannt, und es wird durch Wiederholung nicht besser. Aktuell sind wir, ausgelöst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, besonders mit den Auswirkungen stark gestiegener Energiepreise konfrontiert. Auch bei uns im Haushalt wirkt sich das sehr negativ aus und zwingt uns einerseits zum Sparen im Haushalt des Landkreises. Andererseits müssen wir auf Rücklagen zurückgreifen, um alle unsere Aufgaben zu erledigen. Und zu diesen Aufgaben gehört neben der Bewirtschaftung wichtiger kreislicher Infrastruktur wie Schulen und öffentliche Einrichtungen auch die Bewältigung der Zuwanderung, die zum einen wegen des Krieges aus der Ukraine stattfindet, aber zum anderen auch aus anderen Herkunftsländern wie Afghanistan und dem Iran stark zugenommen. Laut Innenministerium war die zentrale Aufnahmestelle des Landes in Halberstadt noch nie so vor ihrer Kapazitätsgrenze wie zurzeit. Die Zugewanderten werden auf die Kreise verteilt und verschärfen aktuell unsere Unterbringungsmöglichkeiten. Das alles, während wir uns parallel auf die Einführung des Bürgergeldes vorbereiten und auf ein verändertes Wohngeld. Beide eben genannten Reformen führen zu einem Zuwachs an Leistungsberechtigten und damit zu einem Mehraufwand, der personell nicht ausreichend untersetzt ist. Hinzu kommt die Vorbereitung unseres Katastrophenschutzes auf einen möglichen Ausfall der Energie. Hier arbeiten wir seit dem 7. November in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung auch der Polizei, um so viel wie möglich vorzuarbeiten, damit wir vor der Lage bleiben können, und das so lange wie möglich. Hier gilt es, den schmalen Grat zwischen unnötiger Panikmache und notwendiger Vorbereitung zu meistern. Genug jetzt aber von den schwierigen Themen und zurück zum freudigen Anlass für diesen heutigen Abend. Mir ist es wichtig, neben den Hauptakteuren, also den Landkreisen und ihren Sparkassen an sich, auch diejenigen zu würdigen, die zum Erfolg dieses Abends heute beigetragen haben und für viele gar nicht sichtbar die wichtigsten Arbeiten erledigt haben. Dazu gehört die Arbeitsgruppe Wirtschaftskreis Altmark, bestehend aus den Wirtschaftsförderern und Existenzgründungsberatern beider Landkreise,
den Sparkassen natürlich und dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband. Zu würdigen ist auch die gute Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, die Unternehmen angesprochen und auf den Wirtschaftspreis hingewiesen haben, nämlich kommunale Wirtschaftsförderer, dürfen wir nicht vergessen, die Bauernverbände, die IHK, DEHOGA, Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft sowie das Unternehmensnetzwerk Altmark. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Team des Winterfelder Hofs um Erika und Toni Kamit, die uns hier heute diesen Abend ausrichten. Danke, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vor Ort. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir im nächsten Jahr, so viel ich das ausgerechnet habe, erst das 20-jährige Jubiläum feiern werden. Lieber Kollege Buhlmann, der Tradition folgend wird das bei dir im Landkreis stattfinden. Ich freue mich schon jetzt darauf, das Ganze gemeinsam vorzubereiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Uns allen wünsche ich jetzt einen schönen Abend mit verdienten Preisträgern. Für mich sind Sie alle interessante Unternehmen. Davon konnte ich mich bei den Sitzungen der Jury wirklich überzeugen. Alles Gute für Sie. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank an den Landrat, an Herrn Karnitz. Herr Karnitz, das anders, ja, habe ich das richtig verstanden? Die Altmark ist anders. Wenn ich jetzt gerade oben das A sehe, Sachsen-Anhalt ist ja mal ganz bekannt dafür, Werbesprüche zu haben für das Land. Ich sage nur, Frühaufsteher war schwer zu erklären immer. Vielleicht irgendwann sieht man, wenn man die Altmark betritt, das Schild Altmark einfach anders. Wäre cool, oder? Mann, nicht schlecht. Also es geht ein, ja, es ist besser als das Land der Frühaufsteher. Das war einfacher Spruch, hat eine halbe Stunde lang gedauert, ihn zu erklären. Ja, es ist war schwierig. Meine Damen und Herren, die Wertigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Sparkassen, die betreut werden vom Ostdeutschen Sparkassenverband, liegt wirklich hoch. Und deshalb freue ich mich ganz besonders jetzt auf ein Grußwort eines Herrn, dem ich glaube, alle, sowieso alle ostdeutschen Sparkassen am Herzen liegen, aber so ein bisschen, glaube ich, die Altmark vielleicht auch etwas mehr am Herzen liegt. Er ist sehr gerne hier, einfach weil wir anders sind, glaube ich. Und ich bitte um einen ganz großen Applaus, meine Damen und Herren. Das Grußwort vom Verbandsgeschäftsführer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, meine Damen und Herren, hier ist der Wolfgang Zender. Ja, es stimmt, ich bin sehr gerne hergekommen. Herzlichen Dank für diesen sehr freundlichen Empfang. Vor zwei Jahren, letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, vor zwei Jahren war ich aber schon mal hier und habe diesen Abend als einen sehr, sehr schönen Abend in Erinnerung. Heute ist für mich der Tag, wo ich eigentlich mit Abstand den schönsten Termin hier heute Abend bei Ihnen habe. Erstens habe ich meine Frau mitbringen dürfen und zweitens, was ist schon einfacher, in die Altmark zu fahren, mit leibhaftigen Unternehmerinnen und Unternehmern sich auszutauschen, statt morgens mit den Bankenaufsehern über die nächste Kapitalverschärfung zu sprechen oder mittags mit den Landesbanken darüber zu sprechen, wie wir denn die nächste Finanzierungswelle für die Kapitalbeschaffung herstellen oder noch schlimmer, mit dem BaFin darüber zu philosophieren, was als nächste Auflage über nächstes Jahr auf die Sparkassen zukommt in Sachen Nachhaltigkeit und Umsetzung von ESG-Kriterien. Und gemessen daran, lieber Herr Beer und lieber Herr Stürmer, lieber Herr Acherreiner und Herr Rodermann, ist das, was ich hier vorfinde, natürlich ein grandioses Event. Ich bin ausgebildeter Kreditfachmann, sieht man so einem Verbandsmenschen auch nicht mehr an, sodass ich mich freue darüber, wirklich freue, mit Ihnen aus der Altmark hier heute Abend zu feiern. Und ich wünsche schon heute und jetzt schon den Gewinnern alles, alles Gute. Wir hatten gestern im Ostdeutschen Sparkassenverband den Unternehmerpreisverleihung auch und ich weiß, dass auch hier jemand aus der Altmark West abgestaubt hat. Der Landrat nickt, dann stimmt das. Also es scheint hier tatsächlich nicht nur anders zu sein, sondern auch erfolgreich. Und das darf ich Ihnen gern bestätigen aus Sicht des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Und wir müssen auch wissen, dass dieser Wohlstand entstanden ist durch den Mut, durch die Risikobereitschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern, also von Ihnen, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Und deshalb sind Sie nicht nur einfach anders, sondern Sie gehören dazu. Sie sind der Motor, Sie sind diejenigen, auf die wir achten müssen.
Meine Damen und Herren, die Unternehmerinnen und Unternehmer, deswegen mache ich mir auch keine großen Sorgen bei all den Unsicherheiten, sind gut gerüstet, sehr gut gerüstet. Und meine Damen und Herren, natürlich geben unsere Sparkassen gerne Kredit und sie machen es auch. Um Ihnen eine Anekdote heute von einer bekannten Chefsvolkswirtin einer großen deutschen Landesbank mitzuteilen, ich darf Ihnen sagen, also zumindest die Gasversorgung scheint ohne Bedenken zu funktionieren. Also falls da einer Sorgen hat, dass wir kalt sitzen hier in Deutschland, also wenn es nach den Chefsvolkswirten in Deutschland geht, zumindest denen der Landesbanken, Originalton, die Gasspeiser sind voll. Da draußen schippern jede Menge Schiffe rum und dürfen nicht anlegen, weil die Gaspreise zu niedrig sind. Vielleicht reicht das aus, um etwas Zuversicht an diesen Dingen zu haben. Natürlich haben wir jede Menge andere Dinge. Ich will das nicht zu kleinreden. Meine Damen und Herren, meine Zeit läuft ab. Als Sprecher und Grußwortsprecher, man muss auch ein bisschen Spaß machen. Ja, wenn man das so lange macht, man kann so tolle Reden hier vorlesen, aber schöner ist doch, wenn Sie sich freuen, dass Sie auch ein paar interessante Notizen kriegen. Ich bin gespannt auf Sie als Preisträgerinnen und Preisträger. Ich weiß tatsächlich nicht, was mich erachtet, nicht, was mich erwartet. Ich denke, wir werden heute vielleicht noch die ein oder andere Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Einen schönen Abend Ihnen und alles Gute. Danke. Der Beifall gehört Ihnen, meine Damen und Herren, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Hier ist Gerd Zender. Ja, sehr geehrter Herr Beer, sehr geehrte Herren Landräte Karnitz und Puhlmann, sehr geehrter Herr Landrat AD Zieche, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, rückblickend so auf eine berufliche Laufbahn sozusagen. Freut es mich ganz besonders, auch in der Altmark zu sein, denn eines meiner vornehmsten Aufgaben war, mit den Landkreisen und seinen Gemeinden und Städten eng zusammenzuarbeiten. Und insofern freut es mich auch hier in diesem Kreis dabei zu sein. Ich darf aber auch sagen, dass der Herr Minister Sven Schulze und ich ein gutes Team sind. Wir haben eine perfekte Arbeitsaufteilung. Er muss heute Abend hart arbeiten. Er vertritt den Osten im Vermittlungsausschuss und ich darf bei Ihnen sein. Und insofern sage ich, das ist eine gute Aufteilung. Insofern freut es mich auch hier, auch noch ein bisschen länger dabei zu sein. Ja, der mindestens genauso spannend und der Abend gehört an sich den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich dem Wettbewerb gestellt haben und den sicherlich ganz geheim gehaltenen Kandidatinnen und Kandidaten für die Wirtschaftspreise, wird es ein spannender Abend sein. Ich habe auch darauf verzichtet, meine einstündige Rede zu halten, denn die Spannung soll nicht so hoch gehalten werden, dass letztendlich man denn dann mit Spannung auch die Gewinner hier begrüßen darf. Ja, der Wirtschaftspreis Altmark, so habe ich mich zumindest erkundigt, ist bereits eine Tradition und damit kann man auch mit Fug und Recht stolz darauf sein. Die Altmärker haben sehr früh erkannt, dass Wirtschaftspreise eben ein zwingendes Muss ist und insofern freut es mich auch, dass ich diese Wirtschaftspreisverleihung nachher auch mit begleiten kann. Der Wirtschaftspreis Altmark findet auch große Beachtung in der Öffentlichkeit. Das ist auch wichtig für uns alle, für den Berufsstand, für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und insofern freut es mich auch, dass die Medien so zahlreich diesen Abend auch mit begleiten. Insofern gilt auch mein Dank an die Medien. Der Wirtschaftspreis Altmark ist ein etabliertes und anerkanntes regional bedeutsames Instrument. Und insofern werden wir nachher erleben, wie die Nachfolgen in den Preisträgern sich darstellen. Die Zahl der Bewerber steigt von Jahr zu Jahr. Deutschlandweit ist es übrigens die gleiche Entwicklung und da sehen Sie, dass die Altmark im Trend liegt. Derartige Wettbewerbe stehen für Kompetenz, Produktivität, Kreativität, Ideenreichtum, erfolgreiche Gründungen und Schaffung guter Arbeitsbedingungen. Eigenschaften,
die die Region dringend auch benötigt. Und insofern vorab schon mal meinen herzlichen Dank. Sieger heben sich von der Masse ab, aber ich bin der Meinung, dass heute die Sieger alle vorhanden sind, nicht nur die, die auf dem obersten Treppchen stehen, sondern alle die, die sich einem derartigen Wettbewerb auch gestellt haben, und bin richtig neugierig auf die Ideen, die wir nachher in der Bekanntmachung und in der Darstellung miterleben dürfen. Nun, wie kann das Land Sachsen-Anhalt die Wirtschaft mit unterstützen? Wir haben einige Förderangebote, auf die ich aber an der Stelle nicht näher eingehen möchte. Das Land steht durch seine Fördermaßnahmen auch den Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung. Seit 2015 vielleicht, um auch, ich kann ja nicht hier losgehen, ohne eine Zahl zu nennen, sind 1,7 Millionen in die beiden Altmarkkreise geflossen und insofern auch 500 angehende Unternehmen so unterstützt und qualifiziert worden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gründung und Unternehmensnachfolge, insbesondere im Handwerk. Das Handwerk spielt zunehmend eine wichtige Rolle und steht Herausforderungen gegenüber. Betrachtet man, und das ist nicht nur im Handwerk so, das ist in allen Lebensbereichen, in allen Branchen so, dann erkennt man, dass die Generation sich allmählich verändert. Viele sind nach der Wende im Handwerk auch selbstständig geworden und viele sind jetzt knapp 30 Jahre später vor der Situation, auch den wohlverdienten Ruhestand zu sehen. Das ist nicht nur für das Handwerk immanent, sondern eben auch für alle Behörden, Verwaltungen, aber auch alle Dienstleistungsbereiche. Und insofern steht man, was die Nachfolge betrifft und das Umwandeln sozusagen, vor neuen Aufgaben. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass das uns gelingt, denn mit Engagement und positivem Geist wird man dies auch erreichen und weiterhin auch erfolgreich sein können. Wir haben hier einen gesunden und lebendigen Mittelstand, der auch ein positives und kreatives Unternehmerbild ausmacht. Das Handwerk, das verarbeitende Gewerbe, aber auch die Landwirtschaft, der Tourismus sind der Garant dafür, dass man gerade hier im Norden des Landes auch an der Entwicklung weiter mithilft. Die Altmark ist eine im Schwerpunkt gesehen auch touristische Schwerpunktregion des Landes Sachsen-Anhalt für Natur- und Radtourismus, eingebunden auch in touristische Markensäulen des Landes wie Straße der Romanik, Blaues Band und Gartenträume. Und daran sieht man die Vielfalt, die sich denn dann auch später, wenn wir die Preisverleihung mitverfolgen können, die sich dort in den prämierenden Kategorien auch widerspiegelt. Mit Ihrem Engagement, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, sind Sie ein wichtiger Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie schaffen Wachstum und Beschäftigung und tragen maßgeblich zum Steueraufkommen bei. Ihr unternehmerisches Handeln gewährleistet Arbeitsplätze und soziale Sicherheit für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit übernehmen Unternehmer eine große gesellschaftliche Verantwortung bei hohem, das muss man immer wieder betonen, persönlichem Risiko. Aber ich will es auch mal nicht so weitfassend darstellen. Die Unternehmerinnen und Unternehmen machen für die Menschen, die hier wohnen, auch das aus, und darauf kann man auch stolz sein. Durch Ihren Einsatz leisten Sie einen bedeutenden Beitrag, also nicht nur für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, sondern auch für die Entwicklung der Region. Aus diesem Grund ist diese Preisverleihung zum Wirtschaftspreis Altmark ein starkes Signal der Anerkennung für Unternehmen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich auch auf die Herausforderungen eingehe, die schon erwähnt worden sind, aber sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es auch verdient, an so einem Abend unbeschwert zu feiern, sich zu unterhalten. Und insofern denke ich, werden wir auch einen schönen Abend noch erleben. Und diejenigen, die nachher den Preis in Empfang nehmen, können jetzt noch ein bisschen Spannung innehalten. Und ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank an den Staatssekretär, an Herrn Gazenda. Ich darf unsere musikalische
Begleitung, unser Duo, wieder auf und an die Bühne bitten. Anna Krüger und Norman Klebe. Zwei Songs werden wir jetzt hören, die Sie alle schon mal gehört haben. Vielleicht auch bei einigen Live-Konzerten dabei waren, da bin ich mir ziemlich sicher. Der eine Song ist von der Münchner Freiheit. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne Preis. Ohne Preis schlaf ich heute Nacht nicht ein. Nein, ist okay. Und der andere ist von Rosenstolz. Auch toll. Ich bin ich. Ein Beifall für Anne Krüger und für Norman Klebe. Verändern, um dir zu imponieren, will nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren, aber eines gebe ich zu, das was ich will, ist du. Ich will nichts garantieren, was ich eh nicht halten kann, will mit dir was erleben, besser Gleichheit zu gefallen. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh, das, was ich will, bist du. Ich will nicht alles sagen, will nicht so viel erklären, will nicht mit so viel Worten den Augenblick zerstören, aber eines gebe ich zu, das, was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was dich eh nicht interessiert, will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh, das, was ich will, bist du. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh, das, was ich will, bist du. Danke. Gehöre ich hier denn noch dazu? Oder bin ich längst schon draußen? Zeichnen sich der nächste Flug. Hab versucht, ihr nachzulaufen. Bin doch gestern erst geboren. Und seit kurzem kann ich gehen. Hab mein Gleichgewicht verloren. Doch kann trotzdem gerade stehen. In meinem Kopf ist so viel Wut. Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen. Dass du da warst, tat mir gut. Bitte stell jetzt keine Fragen, denn ich würde nur bereuen. Hätt ich mich an dir verbogen, war bestimmt nicht immer treu, doch ich hab dich nie betrogen. Das bin ich, das bin ich, das allein ist meine Schuld. Das bin ich, das bin ich, das bin ich, das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich. Das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich.
das allein ist meine Schuld. Ich muss mich jetzt nicht finden. Lass mich nur nicht verlieren, bin doch gestern erst geboren und seit kurzem kann ich gehen, hab mein Gleichgewicht verloren, doch kann trotzdem gerade stehen. Ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir, das allein ist unsere Schuld. Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir, das allein ist unsere Schuld. Sebastian Klusmann, jetzt ist deine Zeit gekommen. Viele von Ihnen kennen diesen Mann aus dem Fernsehen, gefragt, gejagt. Und er ist der amtierende Europameister im Quiz. Sowas gibt es. Und er hat es sich verdient. Und jetzt geht es um das Thema, das auch schon angeklungen ist. Wissen als Bindeglied, aber wir sind hier in einer Eventhalle und ich weiß, wenn man so eine Präsentation hat, er hat gesagt, er will mit Ihnen nicht quizzen, aber wahrscheinlich wird er es doch machen. Wahrscheinlich wird er doch eine kleine Frage stellen. Eine Frage aus seinem Buch lautet, welche Farbe haben die Sitze im Deutschen Bundestag? Blau. Gelesen? Ja. Bisschen abgeguckt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ein Beifall aus einer Eventhalle für ihn, für unseren Showstar des Abends. Hier ist Sebastian Klusmann. Vielen herzlichen Dank für diesen herzlichen Beifall, für diese Begrüßung und für die vielen netten kleinen Begegnungen, die ich schon haben durfte und dass ich überhaupt hier sein darf und dass ich eine Stunde hier reden darf, ja. Das ist wirklich eine große Ehre an diesem bedeutenden Abend hier für die Region. Und ja, ich weiß ja, wie anstrengend es manchmal sein kann, egal wie interessant das Thema ist, wie gut der Vortrag ist, eine Stunde jemanden zuzuhören. Ja. Und nein, keine Sorge, einige hatten mich schon vorher so angeguckt, machen wir hier einen Quiz, komme ich hier nach vorne? Nein, das nicht, aber ein paar Fragen habe ich vorbereitet, in den Vortrag eingebaut und ich würde sie einladen, dann, wenn ich sie dann in den Raum stelle, auch gerne mitzumachen. Auch wenn sie sich nicht sicher sind, manchmal lernt man wirklich am besten, wenn man auch mal eine falsche Antwort gibt. Und niemand im Raum hat mehr falsche Antworten auf Quizfragen gegeben als ich. Ja? Also insofern machen Sie gern mit. Es geht also um Wissen, Wissensaneignung, das ist der erste Teil. Und die Frage, warum es überhaupt noch wichtig ist, wenn ich doch alles mir ergoogeln kann und alles doch irgendwie doch auch bei Wikipedia steht. Wenn man so möchte, verteidige ich hier meine Existenz. Ja? Also ich wurde vorher auch gefragt, was mache ich denn überhaupt beruflich? Das ist ein Teil meines Berufs. Ja? Vorträge halten und tatsächlich, einige haben gelacht, ich bin professioneller Quizspieler. So was gab es vor 12 Jahren noch nicht. Ja? Also so schnell kann sich wirtschaftlich auch was ändern, neue Berufe entstehen. Das Finanzamt akzeptiert es. Ja? Und da kommt es. Also so viel. Ja, sowas gibt es. Ich habe auch vorhin, als ich vorgestellt worden bin kurz, habe ich ein paar Lacher gehört. Ja, es gibt auch Quizmeisterschaften. Es gibt deutsche Meisterschaften. Es gibt Europameisterschaften. Es gibt Weltmeisterschaften. Gut, die deutschen Meisterschaften, so viel Ehrlichkeit muss sein, die hab ich ins Leben gerufen vor 10 Jahren. Ich bin der Gründungsvorsitzende des DQV, des DFB, des Quizzens. Ich war letzte Woche noch in Frankfurt beim DFB und da mussten ja auch herzlich lachen. Viele wussten das auch noch nicht, aber jetzt ist es für mich der DQV des Fußballs. Ja.
Und ich bin Rekordnationalspieler, so der Lothar Matthäus des deutschen Quizsports. Na, er führt noch bei den Ehen. Vorab ein Geständnis und ich hoffe, dass ich nicht schon jetzt einige von Ihnen verliere und enttäuschen muss. Das, was ich mache, ist kein Gedächtnissport. Sie kennen das vielleicht, ich nenne Sie vor allem Gedächtniskünstler. Wer war schon mal bei einem Vortrag oder einem Seminar eines Gedächtniskünstlers? Bei einem weiß ich es genau, wir haben vorher darüber gesprochen, Klebe. Und ich finde das furchtbar faszinierend. Ja, gab es zeitlang im ZDF auch so Auftritte. Und die können beispielsweise Pi bis zur tausendsten Kommastelle auswendig. Oder sie gehen hier durch die Reihen und können auf einmal alle Namen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Was diese Menschen machen, ist ein oder zwei Methoden anwenden. Beispielsweise Zahlen umformen in Geschichten. Ja, der Weihnachtsmann, das ist die 24. 11 ist Fußball, ein fußballspielender Weihnachtsmann ist 2411 und so weiter. Das ist spannend, nur ich nutze das nicht. Das ist mehr oder weniger, wäre das Ballast. Ja, warum nutze ich das nicht? Weil es eben Zusatzinformationen sind und ich kann mir ja nicht Millionen von Geschichten merken. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wenn ich Menschen gefragt habe, die bei so Gedächtnisseminaren waren, dann hat auch kaum jemand diese Methoden genutzt. Ich habe keine einzelne Methode. Wäre schön, wenn ich überall rumgehen könnte und sagen, die Klusmann-Methode gibt es nicht. Da ja fünf, und das ist mein Angebot an Sie, fünf Grunderkenntnisse über das Lernen, weil ich mir natürlich auch ständig Gedanken mache, wie kann ich erfolgreicher lernen, weil die Aufgabe, vor der ich stehe, ist, ich muss etwas heute lernen, möglichst viel, und es kann irgendwann in 5 Jahren rankommen. Es ist nicht wie ein Vokabeltest, wo ich weiß, es kommt jetzt nächste Woche ran, sondern ich lerne etwas und es muss irgendwie hängen bleiben. Das ist die Aufgabe, vor der ich stehe. Und da ja so 5 bis 6 Grunderkenntnisse. Die erste ist ganz banaler Natur, aber gerade auch in den Sozialwissenschaften kam das lange Zeit nicht so an. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Unser Kopf ist nicht wie ein Computer, rein und er muss hängen bleiben. Sondern das ganz, ganz Entscheidende beim Lernen sind Emotionen. Und im ganz abstrakten Sinne tatsächlich oder im praktischen Sinne Sinne. Je mehr Sinne wir beim Lernen einsetzen, desto eher können wir uns Dinge merken. Das ist wie, ja, wenn man Geld hat, muss man es ja diversifizieren. In der Wissensanlage ist das ganz eher ähnlich. Das heißt also, wir müssen Informationen hören, wir müssen sie lesen, wir müssen sie sehen. Und je mehr Sinnesorgane wir irgendetwas abspeichern können, desto eher bleibt es langfristig hängen. Das kann man sich auch ganz einfach vorstellen. Das ist hier eine sehr einfache Darstellung eines Gehirns. Wir haben ja verschiedene Zentren. Wir haben ein motorisches Zentrum, ein Sehzentrum, Hörzentrum, Sprachzentrum. Und so eine Information, die ist nicht einfach in einer Nervenzelle abgespeichert, sondern es ist ein Geflecht von Nervenzellen. Und jede Nervenzelle ist im Durchschnitt so mit 10.000 anderen verknüpft. Und je mehr Verknüpfungen es gibt, desto stabiler ist dieses neuronale Netzwerken. Das bedeutet halt, wir müssen eben ein Bild haben, das ist dann im Sehzentrum, wir müssen mal gehört haben, das ist im Hörzentrum etc. Und tatsächlich, vor 2 Jahren gab es mal eine Untersuchung an der Uni Bochum, haben geschaut, ist das Gehirn von Menschen mit hoher Allgemeinbildung, die haben dann wissenschaftlich geeichten Test für, den BOWIT, ja, den Bochumer Wissenstest, die haben geguckt, sind die da besonders gut abschneiden, sind die Hirne anders? Ja, sie sind anders. Sie sind nicht größer, sondern sie sind besser ineinander vernetzt. Und insofern habe ich da meine wissenschaftliche Bestätigung gefunden. Und wenn Sie sich jetzt natürlich fragen, ja gut, ich verstehe das jetzt irgendwie schon so mit dem Lesen, mit dem Sehen, mit dem Hören etc. Gut, aber wir haben noch andere Sinne. Ich erschmecke mir tatsächlich auch Kulturen. Ne? Also ich habe einen Kollegen, vielleicht wenn Sie die Sendung schon mal gesehen haben, Sebastian Jacobi, der ist immer dasselbe. Dementsprechend hat er keine Ahnung über Essen. Also praktischerweise kann man sich über Essen, ist tatsächlich so. Wenn wir im Team spielen, wir sind amtierende Doppelmeister und Teammeister, muss ich mich immer um die Fragen kümmern. Manchmal, und das als kleines, erschmecke ich mir auch Weltkulturerbestätten. Ja? Das ist eine Salzmine in Polen und wenn Sie sich immer gefragt haben, wie schmeckt so eine Salzmine, salzig. Aber ich werde es nie wieder vergessen, eine der ersten Welterbestätten, Wieliczka, in Polen in der Nähe von Krakau. Also habe ich mir das auch ein bisschen besser gemerkt mit einem kleinen Augenzwinkern. Die zweite Erkenntnis ist, dass
wir im Prinzip nur das sind, was wir sein wollen oder wie wir uns auch selbst sehen. Niemand hätte je gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe oder im Fernsehen bin. Gut, ich bin früh aufgefallen, dass ich mir zwar Sachen merken konnte, aber es war nicht so in der Grundschule, dass ich auf einmal über alles Bescheid wusste. Aber das Entscheidende war, ich war ein schmächtiges Kind, ein Kind ohne groß Selbstbewusstsein und hatte Angst vor Menschen. Auf einmal wurde ich aber ein bisschen sichtbar, weil ich kannte Hauptstädte, ich kannte Länder, ich kannte Flaggen. Und dann hatte ich so einen Spitznamen gekriegt, das wandelnde Lexikon. Und ich wurde sichtbar und das hat mir gefallen. Auf einmal hatte ich irgend so eine Quelle von Selbstwertgefühl oder zumindest Selbstbewusstsein. Und dann war es wie so eine kleine Droge. Ich wollte dem auch entsprechen. Und wenn ich irgendwas nicht wusste, ja, weil die Leute haben ja erwartet, dass ich das weiß, dann habe ich es irgendwo nachgeschlagen. Und wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das könnte irgendjemand mal fragen, dann habe ich auch geguckt, okay, welche Länder kenne ich denn noch nicht? Welche Hauptstädte kenne ich noch nicht? Und so ein bisschen muss man sich dann die Frage stellen, wer bin ich und wer möchte ich überhaupt sein? Das heißt, wenn man diese Frage beantwortet in Bezug auf Wissen, ach, ist gar nicht so wichtig, dass ich überhaupt irgendwelche Geografiekenntnisse habe oder irgendwelche Wissenschaftskenntnisse oder so, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich aber die Erwartungshaltung an mich selbst habe, und so einfach ist es, dann erkenne ich, wo habe ich denn irgendwo noch Schwächen, wo habe ich Lücken, weil diese Lücken muss ich ja identifizieren, um sie überhaupt schließen zu können. Und daher ist das im Prinzip die ganz entscheidende Frage, wer bin ich und wer möchte ich sein? Nicht, wenn ja, wie viele, das war jemand anderes. Und die Lücken kann ich also erst dann schließen, wenn ich diese Erwartung an mich selbst habe. Die dritte Erkenntnis ist, dass wir oft an Wissen gelangen, obwohl wir das gar nicht vorhatten. Sie sehen jetzt hoffentlich hier, naja, die vorne sind, es ist nicht so klar. Ne? Sie sehen eine Deutschlandkarte, oder? Das ist Deutschland. Können Sie ungefähr sehen, die Städte, die da eingezeichnet sind, jedenfalls die vorne sind. Ja, Sie können es. Ich kann es mal laut sagen, für die, die hinten sind, vielleicht nicht erkennen können. Wir haben hier einige Städte von Oldenburg-Meppen im Norden bis über Dresden-Zwickau-Aue im Osten bis über Ingolstadt-München-Freiburg im Süden und im Westen haben wir Saarbrücken, Elversberg, Mannheim, Köln, Duisburg und so weiter. Warum zeige ich ausgerechnet diese Deutschlandkarte? Was ist das gemeinsame Element all dieser Städte, die ich hier anzeige? Hat jemand einen Tipp, eine Ahnung? Ach, da ist es schon. Gleich auch noch direkt. Ja, sehr gut. Es ist die dritte Liga, also Fußball-Bundesliga. Das sind alles Städte, die dort einen Verein stellen, weil... Und ich würde mal, also Sie kennen sich mit Fußball aus, ich würde mal unterstellen, Meppen kennen Sie vor allem durch den SV Meppen. So ähnlich wie die Menschen in Aue, ich war dieses Jahr schon in Aue, übrigens auch bei einer Sparkasse, ja. Haben dann auch freiwillig, ja gut, so Erzgebirge Aue sorgt natürlich auch dafür, dass unsere Stadt ein bisschen bekannter ist. Vor allem wissen die Menschen schon, das liegt dann im Erzgebirge. Soll. Das heißt, ja, hier weiß man es vielleicht besser, aber vielleicht irgendjemand aus Elversberg oder so weiß das nicht. Aber durch Fußball lernen wir also Geografie, das ist doch spannend. Ähnlich stelle ich immer wieder fest, dass viele ein ausgezeichnetes Geografiewissen über die Vereinigten Staaten von Amerika haben. Warum? Weil sie Football gucken, American Football oder Basketball, also kennen sie die ganzen Städte. Und Sport ist ein Paradebeispiel, wie man über Sport im Geografie lernen kann oder sich dafür grundsätzlich erstmal interessieren kann. Andere Beispiele kennen Sie, wenn Sie, weiß nicht, Filme gucken. Ja? Wichtig ist natürlich, dass das irgendwie halbwegs, naja, auch der Wirklichkeit entspricht. Nichtsdestotrotz erfüllt das, auch wenn es nicht dem entspricht, einen ganz, ganz tollen Fakt, weil hier noch ein Beispiel aus im Prinzip meiner Jugend. Ein Kumpel von mir, der hatte im Prinzip nie Interesse an Geschichte. Und irgendwann mal nach den Sommerferien saßen wir in einem Geschichtsgrundkurs und auf einmal kannte er viele Persönlichkeiten der Geschichte. Und ich habe mich gefragt, woran lag das? Welche Bücher hat er denn da gelesen? Er hat gar kein Buch gelesen. Er hat auf Age of Empires gespielt. Das heißt, er hat ein Computerspiel, Computerspiele sind nicht so schlecht, weil sie junge Menschen, falls sie Kinder haben, ja, kommt drauf an aufs Computerspiel, aber Age of Empires hat er gespielt und er hat über dieses Spiel spielerisch
Geschichte gelernt. Aber dabei stoppt es nicht. Beim Seppen über die TV-Kanäle ist er halt irgendwann mal bei Arte oder bei Phoenix hängen geblieben, weil da eine Dokumentation zu Hannibal oder sonst wem lief. Also Grundinteresse wurde geweckt. Und bei der Wissensaneignung ist das auch so, der Appetit kommt beim Essen und so ist es letztendlich auch beim Wissensaneignen. Ich habe selbst noch ein, für mich zumindest ganz schönes Beispiel. Als ich in die Schule kam, konnte ich die römischen Ziffern. Und alle glaubten schon, oh Gott, woher weiß denn der das? Römische Geschichte, ist das so spannend? Ich hatte keine Ahnung von römischer Geschichte, als ich in die Schule kam. Ich stand vor einem einfachen Problem. Ich musste meine VHS-Kassetten irgendwie richtig ordnen. Und ich war oder bin Wrestling-Fan, ja, das gibt's. Und ich musste irgendwie die 5, ja, musste ich vor die 6 platzieren und so weiter. Und so habe ich dann ganz einfach die römischen Ziffern gelernt. Das soll eigentlich nur alles eins illustrieren. Wir lernen halt über Umwege und das Spannende dabei ist, und das mache ich jetzt seit 4 Jahren, ich nutze diese Erkenntnis bewusst für mich. Ich schaue, welches Themengebiet interessiert mich, weiß ja, und welches interessiert mich nicht. Kann ich irgendwie eine Brücke schlagen? Kann ich das irgendwie von einer anderen Perspektive für mich schmackhaft machen? Und das ist schon oft mir gelungen. Ich habe beispielsweise Musicals haben mich nie interessiert. Und dann habe ich mal geguckt, gibt es irgendwelche historischen Musiker? Gibt es irgendwas, was Stoff, der mich interessiert? Und jetzt gibt es Hamilton beispielsweise. Ja? Oder Six über die armen Frauen von Heinrich dem VIII. Und auf einmal hatte ich mehr Spaß an Musicals. Ja? Und insofern kann jeder sich für verschiedene Themengebiete interessieren, wenn man irgendwo die Brücke schlagen kann. Noch eine Frage an Sie. Hier sieht man zwei Personen und eine Karte. Ich möchte von Ihnen wissen, wen sieht man und welche Stadt ist dort markiert mit dem roten Marker. Hat jemand eine Antwort für mich? Ich kann erstmal auf Sie wirken. Ich hoffe, Sie können das irgendwie erkennen. Sie können entweder reinrufen oder sich melden, aber Sie müssen sich nicht melden. Und einfach mal was raten, wenn Sie niemanden erkennen. Und einige haben mir vorab versprochen, sich zu melden oder was zu sagen. Also jetzt ist der Moment. Ich brauche Sie alle. Aber Sie können erst mal gucken. Ich kann ja mal irgendwie so 10 Sekunden. Und ansonsten einfach mal raten, ja. Also die schönsten Punkte mache ich immer, wenn ich rate und das stimmt dann auf einmal, ja. Educated guess, sage ich da immer. Ihr könnt sich auch erstmal beraten, aber irgendjemand muss jetzt mal irgendwas sagen, sonst gehe ich durch. Ich habe so ein Handmikrofon, ich kann hier auch durchgehen, ja. Ja, also, das liegt jetzt nicht daran, dass ich geblendet bin, oder? Nein. 3 Personen, also Schiller. Nein, kein Problem. Schiller, wir sind aber schon oft in der richtigen Richtung. Das ist eher 19. Jahrhundert, auch ein Schriftsteller. Ja? Schriftsteller ist schon mal richtig. Wer? Kleist. Ja, ich sehe es. Nee, der ist älter geworden als Kleist. Aber wir kommen auch zeitlich schon ein bisschen näher. Wen noch? Ich habe doch noch was gehört. Newton? Eton. Oh nein, ist es nicht. Ich kann ja nochmal, es ist Nähe von Colchester und Ipswich. Ich kann noch Tipps geben, okay. Wir haben hier einerseits eher eine jüngere, also da war sie noch jünger, aber eine Bildhauerin und Grafikerin. Wir haben einen Poeten und beide sind auch Journalisten oder Verleger. Und wir haben hier noch, und jetzt könnte es ein ganz entscheidender Tipp sein, den größten Containerhafen Englands. Wie bitte? Käthe Kollwitz, ja. Das ist schon mal gut. Das ist nicht der Containerhafen, aber das ist die Dame, ja? Käthe Kollwitz, sehr gut. Da haben wir schon ein Thema. Gut, dann ist jemand hier aus Salzwedel? Ja, okay. Dann kommt es gleich, pass mal auf. Gut, hier haben wir noch Ferdinand Freiligrath, ja, ist ein Lyriker des 19. Jahrhunderts, zusammen mit Karl Marx, Neue Rheinische Zeitung gemacht. Und da haben wir Felixstowe. Kennt ihr mal Felixstowe? Ja, woher? Partnerstadt, richtig. Und was haben die 3 Sachen alle gemeinsam? Liegen am,
Ich weiß nicht, wo genau die Gräber, aber nicht am Meer, glaube ich. Nein, aber warum? Ja, Straßen in Salzede, genau. Das sind alles Straßen in Salzede. Ich musste an dieser Stelle, ich musste hier aus der Stadt leider nichts Größeres suchen, weil ich damit das Beispiel nicht kann. Aber wir sind bei Rituale und Wissenshacks, angelehnt an Lifehacks. Ja? Und wir sehen hier die Freiligradstraße, Käthe-Kollwitz-Straße und Felix-Strauß-Straße gleich bei San Vito dei Normanni-Straße. Ja? Auch eine Partnerstadt in Salzwede. Und das sind, das ist eine Sache, die ich mir, ich weiß gar nicht, die musste ich mir irgendwie nie angewöhnen, das habe ich immer schon gemacht. Ich habe mich immer gefragt, nach was und wem sind denn diese Straßen benannt? Ja? Wir gehen überall irgendwo lang. Natürlich, gewisse Städte, ich komme aus Berlin, da gibt es ein bisschen mehr zu entdecken. Aber ich will mich nicht unbeliebt machen, aber ich glaube, das ist, darf ich an dieser Stelle als Berliner auch sagen. Zumindest was Straßen betrifft. Ja, mehr Straßen. Ja? Vielleicht nicht die interessanten. Und wenn man das einfach ein bisschen inkorporiert in den Alltag, ja, und wenn man irgendwo unterwegs ist, und man nachschaut, nach wem oder was ist es benannt, kann man sein Wissen im Bereich Geografie, Geschichte, Kunst um ein Vielfaches erhöhen. Und mir hat das tatsächlich auch mal die Deutsche Quizmeisterschaft gesichert. Im Doppel mit Sebastian Jacobi konnte ich nämlich folgende Frage beantworten. Wer war der erste, im Prinzip quasi Schriftsteller in der deutschen Sprache? Wer hat den Codex Abroganz verfasst? Und ich war 4 Wochen vorher, hatte ich einen Vortrag am Tegernsee gehalten und da bin ich eine Aribo-Straße lang gegangen und habe mich gewundert, da fehlt da irgendein Buchstabe, Aribo-Straße. Und es war Aribo von Freising, ja? Und wen kannte ich vorher nicht? Auf einmal habe ich Handy rausgekriegt und Wikipedia und kannte den Mann. Also einfach mal Straßennamen nachgucken. Das Ganze kann man weiterspielen, wenn die Straßen nur Schulstraße, Bergstraße, also dann kann man vielleicht mal gucken, gibt es irgendeinen Restaurant oder sowas, gibt irgendwas, die müssen ja auch irgendwoher ihre Namen haben. Ich war hier, das ist jetzt Schweden, deswegen ist Restaurant so komisch geschrieben. Aber da gibt es zum Beispiel Restaurant Tang, Chinese, ja, und daneben Mexikaner, Zocalo. Ja, und dann sieht man, Tang ist eine Dynastie. Und schon, wenn ich einmal raufgucke, sehe ich, aha, es gibt ja die Ming-Dynastie, habe ich schon mal gehört, Qing-Dynastie. Und davor, ganz früher, zur Zeit von Karl den Großen, gab es in China Tang. Kann ich ungefähr schon ein bisschen einordnen. Und Zocalo ist einer der größten Plätze der Erde. Ist der Hauptplatz in Mexico City. Ist mir aufgefallen, weil ich die Straße da lang gegangen bin, kann ich einfach mal nutzen. Das sind im Prinzip Rituale, irgendwelche Angewohnheiten. Ein Großteil unseres Lebens, ja, einige schätzen Psychologen, 50% unseres Lebens sind im Prinzip Gewohnheiten, die wir machen. Wenn man das einfach mal als Gewohnheit sich aneignet, kann man sein Wissen um ein einiges vervielfachen. Hier noch eine weitere Gewohnheit, nämlich immer neugierig bleiben. Erkennen Sie, in welcher Stadt wir uns befinden hier? Also einfach raten. Land vielleicht erstmal. Italien, richtig? Florenz, richtig. Sehr gut. Das ist nämlich ein sogenannter Campanile, ja, ein Glockenturm. Schön, das ist nämlich neben dem schönen Dom in Florenz. Jetzt aber die Masterfrage. Medici, nein, so ein bisschen früher tatsächlich, aber die Frage war eine andere oder ist eine andere. Wer hat den entworfen? Wie ist der Architekt und Künstler? Und ich verrate Ihnen eins, Sie alle kennen den Namen. Wie bitte? Michelangelo? Nein, Da Vinci auch knapp daneben. Bisschen früher war der Mann. Gilt im Prinzip noch eher als Begründer der Renaissance. Vor Michelangelo, vor Da Vinci. Wow, wer hat das gesagt? Hi. Alles klar, sehr gut. Es ist Giotto. Giotto, die haben ja sie. Also, ich habe noch einen Antritt Deutscher Quizverein. So. Das sehen Sie jetzt leider nicht so gut. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie haben doch bestimmt schon mal diese Kügelchen gesehen, gegessen oder so. Ne? Ich habe keinen Werbevertrag, keine Sorge, aber noch nicht. Aber hier, wenn Sie das nächste Mal einkaufen oder vertrauen mir jetzt, da sieht man den Campanile auf dieser Verpackung. Und das alles ist kein Zufall. Nicht nur, dass das Unternehmen, die produziert, eben aus der Nähe von Florenz kommen. Das Ganze ist benannt nach Giotto di Bondone, ja? Dem Begründer der Renaissance. Hier kaum bekannt, im Gegensatz zu Michelangelo und Da Vinci. Aber wenn man mal guckt, wo kommt denn der Name dieser Pralinen oder der Süßigkeit her, kann man auf einmal sein Renaissance-Kunstwissen gut erweitern.
Es gibt viele weitere Beispiele. Das ist eine mesoamerikanische Hochkultur. Nicht Azteken, nicht Maya. Na, die sind weiter südlich in Südamerika. Wir sind, wo war Giotto? Wissen Sie das auch? Sonst, na, Maya auch nicht. Das sind die Olmeken. Ja? Wenn Sie gerne Tequila trinken und nicht die mit dem Hut, sondern der andere Tequila, ist das hier. Ja? Die haben, als hier noch künstlerisch nicht so viel los war, haben die so eine riesige Skyskulptur. Die sind größer als ich, so ein Ding. Ja? Also, das kann man, indem man Tequila trinkt. Und es gibt viele Beispiele, hier die anderen Piasten, erste Herrscherdynastie Polens. Man muss einfach nur mal einkaufen gehen, mit anderen Augen. Und schon erweitere ich mein Wissen. Und wenn man dann noch mit Bargeld bezahlt, zack, habe ich alles auf mein. Friedensnobelpreisträgerin, Begründer der italienischen Sprache, Dante Alighieri, Alberta von Suttner. Ja, habe ich alles drauf. Man muss nur ein bisschen neugierig, so ein bisschen die Umwelt betrachten, alles ein bisschen wie ein Spiel auffassen, das ganze Leben ist ein Quiz und schon erweitere ich da mein Wissen. Ja, vertrauen Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Einige würden mich ein bisschen auch als krank bezeichnen, das nehme ich mit einem Augenzwinkern hin und nenne das Ganze hilfreiche Neurosen. Ich habe gewisse Zwangswissenshandlungen, ja, und ich biete Ihnen an, eine davon einfach zu übernehmen. Ja, also ich habe ja schon gesagt, wenn ich irgendwo essen gehe, denn grundsätzlich gucke ich mir die ganze Karte an und ich bestelle immer dann das, was ich noch nicht gegessen habe. Das kann natürlich auch manchmal in die Hose gehen, manchmal weiß ich aus vorher, aber kein Problem. Ich hoffe immer noch, dass ich viele Tage zum Essen habe und dann ist es halt mal, hat halt mal nicht geschmeckt. Kein Problem, aber so versuche ich mir neue Kulturen zu erschmecken. Ich reise selten zum selben Ort, das ist so ein bisschen vielleicht ein Kindheitstrauma, weil ich die ersten 15 Jahre immer am selben Ort war. Es war sehr schön, danke Mama, aber jetzt muss ich woanders hin. Und das öffnet mir natürlich auch andere Welten. Ne? Wenn ich jedes Jahr immer zum gleichen Ort fahre, lerne ich so auch nichts Neues dazu. Und ich gehe halt bewusst Umwege. Ne? Nicht nur, um mal andere Straßennamen zu entdecken, sondern man entdeckt halt jedes Mal irgendwas Neues, als wenn man immer wieder den gleichen Weg entlang geht, dann wird es halt irgendwie auch langweilig. Wichtig ist allerdings auch die Erkenntnis, wir sind keine Schimpansen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Video und möchte von Ihnen, dass Sie mal geistig mitmachen. Es gibt eine Aufgabe, man sieht einen Bildschirm und da sind die Zahlen 1 bis 9 kurz zu sehen, ungefähr eine Sekunde. Und dann werden die abgedeckt. Und dann müssen die Kacheln eben entsprechend der Zahlen aufwärts angetippt werden. Sie können jetzt nicht antippen, das müssen Sie geistig mal machen. Und ein halbwegs nah Verwandter zeigt das mal, wie das geht. Wer glaubt, da mithalten zu können? Nein? Noch nicht Mr. Giotto, okay. Dann applaudiere ich erstmal zur Ehrlichkeit. Ja. Bisher auch noch niemand behauptet, aber sonst hätten wir es hier vorgemacht. Jetzt sehen wir nochmal jemand, der uns noch näher verwandt ist. Da wird die Aufgabe ein bisschen vereinfacht. Okay. Ein bisschen besser geht es vielleicht als der, ja. Aber glauben Sie mir, wenn Sie am Ende vor dem Problem selbst stehen, das ist schon eine große Herausforderung. Und nun kann man sich vielleicht so fragen, ja, warum ist denn das der Fall? Da ist er nochmal, unser Charlie. So. Woran liegt das jetzt? So ein bisschen kann man natürlich ihn nicht so fragen. Sag mal, wie kriegst du das hin? Und die Vorstellung vom fotografischen Gedächtnis, nun, so wie wir uns das vorstellen, gibt es das im Prinzip auch nicht. Es gibt vielleicht so 5, 6 Personen auf der Erde, die kommen dem nahe. Insofern können wir eigentlich ausgehen, Schimpansen mit dem Fotografengedächtnis wird es auch nicht sein. Es gibt aber Hirnregionen beim Schimpansen, die haben sich anders entwickelt, offensichtlicherweise. Und gerade das Kurzzeitgedächtnis ist stärker ausgeprägt als bei uns. Das hat sich jetzt so evolutiv nicht als großer Vorteil anscheinend bei uns erwiesen, aber es ist einfach eine gewisse Begrenztheit, die wir kognitiv haben, die man auch nicht wegtrainieren kann. Ja?
Und das ist auch etwas, dem man sich bewusst sein muss. Man, tatsächlich, gewisserweise manchmal neigt der Mensch ja dazu, sich zu überschätzen. In dem Fall ist das immer, glaube ich, dieses Video ein ganz guter Hinweis, wie limitiert wir in gewisser Weise doch sind. Was uns letztendlich aber auch viel sagt darüber, wie wir lernen und lernen sollten. Und einerseits sollte man mit Pausen lernen. Die oft gescholtene Schule macht das da schon richtig. Ne? 45 Minuten und dann eine Pause. Es gibt auch noch diese Pomodoro-Technik, 25 Minuten Wecker, 25 Minuten, dann kommt der Wecker und dann macht man wieder eine Pause. All das ist gut, weil wenn ich jetzt 2 Stunden am Stück lerne und besonders motiviert bin, später nach 120 Minuten habe ich schon wieder vergessen, was ich in den ersten Minuten gelernt habe. Also ich überschreibe das, wenn man sich das so möchte. So, insofern sind Pausen essentieller Bestandteil vom Lernen. Wiederholungen sind ganz, ganz entscheidend. Ne? Ich werde oft gefragt, oh, wenn ich einmal was lese, kann ich mir das merken? Natürlich nicht. Ich habe aber ständig irgendwelche Wiederholungen, sei es halt Straßennamen, sei es irgendwas, was ich nochmal lese. Und das ist dann quasi eine Wiederholung. Und das alte Karteikartensystem hat sich hier auch tatsächlich bewährt. Gibt es übrigens auch als App. Ja, man kann auch Karteikartensystem als App. Kann man eben dadurch auch abraten von Bulimie lernen. Das ist, glaube ich, ein ganz treffender Begriff dafür. Und grundsätzlich psychologisch eben diese Begrenztheit des Kurzzeitgedächtnisses fasst man unter die Millersche Zahl. Wir können ungefähr 7 Sinneinheiten gleichzeitig merken. Danach wird es schwierig. Klar, Gedächtniskünstler haben da ihre Methoden, aber grundsätzlich ist das alles nur eine Übertragung, ja, in irgendwelche anderen Sprachen. Sprache, da sind wir schon beim Thema, das noch eine weitere Erkenntnis ist, das ja, was uns so ein bisschen vom Schimpansen, naja, abhebt. Und Sprache ist das alles Entscheidende, wenn wir uns Dinge merken wollen, weil wir kein reines visuelles Gedächtnis haben. Wir haben kein fotografisches, also müssen wir uns viele Dinge erstmal sprachlich überschreiben oder umsetzen. Ja, wenn ich Sie jetzt frage, ist besonders schwer immer, okay, die Flagge von irgendeinem Land, sagen wir mal Estland oder Österreich oder sowas, die wenigsten können das so wirklich ganz getreu aufmalen, obwohl man es 100-mal gesehen hat. Die, die es aufmalen können, sind oftmals die, die sich das vielleicht mal übersetzt haben, einfach in Worte, rot, weiß, etc. Ne, und daher, und je breiter unser, im Prinzip, je mehr Worte wir haben, je differenzierter wir Dinge sprachlich erfassen können, desto besser können wir die Wirklichkeit erfassen, desto besser können wir auch lernen und können wir uns besser Dinge merken. Deshalb sollte man auch im Erwachsenenalter nie aufhören, seinen Wortschatz zu erweitern. Sollte sich vielleicht auch mal zum Ziel setzen, das eine oder andere Wort auch mal nachzuschlagen, weil wir uns oftmals auch zu sicher sind, dass wir wissen, was das ja sei. Und ein Beispiel übrigens, wo das wunderbar funktioniert, ist bei Marken. Ne? Wir haben nicht das Auto, sondern ein Tesla, ein Mercedes etc. All da sind wir so konditioniert, dass wir differenzieren können. Warum aber nicht in allen Bereichen? Also Linde, Birke kann man hier vielleicht ein bisschen besser unterscheiden als Berliner, aber grundsätzlich sollte man all die Oberbegriffe auch unterteilen können, desto differenzierter sehe ich die Welt. Dann noch so ein ganz kleiner Tipp, und zwar gibt es so diese Vorstellung, aha, an meinem Büro, da kann ich ganz besonders effizient lernen. Das mag so sein, aber glauben Sie mir, wenn Sie stets nur da lernen, irgendwann wird es dem Gehirn langweilig. Wir lernen nämlich tatsächlich auch irgendwie unterbewusst dreidimensional. Wir können uns viele Dinge so merken, auch wenn wir das nicht bewusst machen. Und es ist eine Lerneinbahnstraße, wenn ich immer am selben Ort lerne. Und tatsächlich ist das psychologisch auch ganz spannend. Es gibt einen sogenannten räumlichen Aktualisierungseffekt. Und so wie das bei psychologischen Studien ja der Fall ist, ich habe 2 Gruppen. Und wenn ich sie jetzt einfach hier mal teilen würde und sie lernen alle dasselbe und sie stehen auf und gehen irgendwo raus, ja, oder anderen Raum, dann werden sie mit Sicherheit im Durchschnitt schlechter abschneiden. Woran liegt das? So ein bisschen vereinfacht sagt man, ja, man geht durch Türen, ja, also Sie kennen das ja vielleicht, Sie gehen in einen neuen Raum, haben schon vergessen, was Sie machen wollen. Quasi hat sich das wissenschaftlich bestätigt, weil das, was wir lernen, verbinden wir oftmals unterbewusst mit einem gewissen Raum. Was ist jetzt irgendwie die Folge daraus? Kann ich nicht mehr rausgehen oder so? Nein, auch hier diversifizieren. Ja, an möglichst verschiedenen Ordnungen wir lernen, sodass das Wichtige, was Sie im Kopf behalten müssen, unabhängig ist von dem Ort, an dem Sie das gelernt haben. Also auch hier mal irgendwie mal wechseln. Ja.
Und dann gibt es noch, ich bin weder Arzt noch Apotheker, gesunden Dreiklang, das ist der Vollständigkeit halber. Sport ist wichtig, gute Ernährung ist wichtig, haben wir heute hier. Und genügend Schlaf. Wenn Sie eins von drei beherrschen, ist das schon mal gut. Mehr als zwei schaffe ich auch nicht am Tag. Ja? Also. So, zusammenfassend, nutzen Sie alle Sinne beim Lernen. Ohne Emotionen geht nichts. Ihr Selbstbild und Ihre eigenen Erwartungen sind entscheidend. Wenn Sie sich da nicht selbst sagen, dass Sie zu den Personen gehören möchten, die eine gute Bildung oder gutes Wissen haben, dann wird das auch in der Regel nicht passieren. Sie müssen das schon von sich selbst erwarten und fallen Ihnen auch auf, wenn Sie Lücken haben. Lernen Sie über Umwege, versuchen sich verschiedene Themengebiete schmackhaft zu machen, dann werden Sie auch interessant und kooperieren Sie gerne ein paar Rituale, ja, die sogenannten Wissenshacks. Und ansonsten, wir sind nur Menschen, manchmal ist weniger mehr. So viel zumindest zum ersten Teil. Ich würde hier an dieser Stelle mal kurz fragen, gibt es inhaltliche Fragen zu dem Thema wie? Nein? Sie lachen, war es zu viel? Nein? Nein. Ich habe sie gar nicht. Dann würde ich noch eine Frage stellen, wenn keiner... ist jemand der Meinung, dass Allgemeinwissen nicht mehr wichtig ist? Und Sie dürfen sich ruhig trauen. Es wäre sogar gut, weil ich dann jemanden überzeugen müsste, sonst könnte ich mir den zweiten Teil auch sparen. Ne? Wenn Sie alle das glauben, dann muss ich ja niemanden mehr überzeugen. Na gut, ich habe zugesagt, dazu noch was zu sagen und dann werde ich es auch machen. Aber nein, falls Sie mal auf Menschen stoßen, ja, die sagen, ach, warum soll ich das noch wissen? Kann ja alles ergoogeln. Dann würde ich Ihnen ein paar Argumente zur Hand geben, wie man die vielleicht überzeugen kann, dass es wichtig ist, auch noch Fakten im sogenannten postfaktischen Zeitalter im Kopf zu haben. Zunächst einmal, was ist überhaupt Allgemeinbildung? Nun, das ist das, wofür wir Allgemeinbildung halten. Es gibt niemanden, der sich hinstellen kann und sagen kann, das ist jetzt aber Allgemeinbildung. Es gibt ein paar Versuche. Hier haben wir so, ich meine, der Dietrich Schwanitz, vielleicht haben einige das Buch auch Ihnen im Regal stehen. Der hat das mal probiert, hat aber ein bisschen Naturwissenschaften außen vor gelassen, hat ihn wohl nicht so interessiert. Und es gibt immer wieder mal so Versuche. Ja? Ich habe immer denen allen so Hybris vorgeworfen, wie kann man sowas machen? Und vor ein paar Monaten ist ein Verlag auf mich zugegangen und jetzt habe ich auch zugesagt. Naja, nächstes Jahr versuche ich mich an der Sache, beziehungsweise soll es rauskommen, was man wissen muss. Grundsätzlich kann man ja zwei Vorstellungen unterscheiden. Das erste ist so die normative, ja, das ist auch mal das, was man immer, irgendjemand steht am Pult und sagt, das müssen Sie, das müsst ihr wissen. Ja. Und das andere ist eben das empirische. Dass wenn man hier mal eine Umfrage machen würde, was überhaupt gewusst ist. Beim Normativen ist ganz klar, da kommen immer so Sachen wie, ja, Beethoven, da muss man, die Musik muss man kennen. Und Goethe muss man gelesen haben. Ne? Das alles so Kanonwissen, das ist ganz, ganz wichtig. Empirisch, so ist zumindest meine These, sieht das so aus. Dieter Bohlen, den kennt ja jeder. Oder das Dschungelcamp. Und da jetzt mal ein empirischer Fall. Wer hat im letzten Jahr etwas von Johann Wolfgang von Goethe gelesen? Denn erstmal Respekt für die Ehrlichkeit. Und wer hat mal beim Dschungelcamp reingeschaut? Ich bin als da heute mich hier raus. Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Wissen Sie, ich komme vom Fernsehen, ich kenne die Quoten, ja? Ja, ich kann das auch nachgucken. Das glaube ich Ihnen jetzt nicht, ja? Also, das ist nicht möglich. Das ist eine der quotenstärksten Sendungen des deutschen Fernsehens. Und wenn wir jetzt hier 300, 400 Menschen haben, dann ist es unmöglich, dass keiner das gesehen hat. Ja? Okay. Jetzt enttäuschen Sie mich aber. Es ist eine gut gemachte Fernsehsendung, so viel ab. Übrigens von derselben Produktionsfirma, wie die Produktionsfirma, die Gefragt, Gejagt produziert. So viel, ja. Also man kann auch so einen Niveauspagat machen. So, ja, also die beiden Auffassungen, ich persönlich bin großer Anhänger vom Empirischen, weil das ist das Entscheidende. Wir können ja so viel davon erzählen, was man alles wissen muss, wenn die Menschen trotzdem nicht Goethe lesen, sondern eher Dschungelcamp gucken, dann ist das nun mal das, was irgendwie Allgemeinbildung ist. Ja? Und ich stelle mich auch hin und mag vielleicht den einen oder anderen vergessen, aber ich sage, das Dschungelcamp, sorry, ist Allgemeinbildung. Ist nun mal so. Manchmal hilft noch so eine Einteilung, um ein bisschen Übersicht zu bekommen über das große Themengebiet Wissen. Das ist das Angebot vom Deutschen Quizverein. Wir sagen so, es gibt 10 Wissensbereiche, die sind alle gleichwertig. Dazu gehört Geschichte, Politik, kaum kommt das Dschungelcamp, kaum, keine Sorge, kommen keine Clips.
Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur, Literatur, Medien, Musik, Film, Fernsehen, das sind im Prinzip die Wissensgebiete, die wir als wichtig haben. Und jetzt mein Angebot. Ich habe drei Ebenen identifiziert, für die es sich lohnt, viel Allgemeinwissen zu haben. Die erste ist im Prinzip die vielleicht offensichtlichste, gerade auf Basis des Ersten, was ich so sagte. Es ist die individuelle Ebene. Ja? Wissen ist gleichzeitig Merk- und Sehhilfe. Nein, es ist quasi unsere Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen. Je mehr wir wissen, ja, desto mehr sehen wir, desto mehr können wir benennen, desto besser können wir uns auch merken. Warum können wir uns das merken? Es gibt in der Soziologie, so nennt man das, den sogenannten Matthäus-Effekt. Nicht nach Lodder, sondern nach dem Evangelisten. Der, so steht es zumindest in der Bibel, wer hat, dem wird gegeben. Ich bin jetzt nicht besonders gläubig, ehrlich gesagt, aber da ist was Wahres dran. Denn, Sie kennen das vielleicht auch aus der Sprache, ich bin großer Sprichwort-Fan, es regnet immer dorthin, wo es schon nass ist, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und so weiter. Oder die Unternehmer unter Ihnen, die werden das hier vielleicht kennen, die erste Million ist die schwerste. Ne? Und so ist das bei Fakten auch. Die erste Million Fakten, die ich irgendwie im Kopf habe, sind die schwersten. Danach wird es einfacher, weil ich für vieles Kategorien habe. Ich habe irgendwo Schubladen, ich kann irgendwas einordnen. Wenn ich weiß, was 1830 passiert ist und wenn ich weiß, was 1810 passiert ist und ich lerne, was 1820 war, kann ich es doch viel besser irgendwo einordnen. Ich habe ein Referenzsystem, geografisches, ein geschichtliches. Und je besser, klarer mein Referenzsystem ist, desto besser kann ich irgendwas merken. Einen positiven Nebeneffekt gibt es dabei auch. Ja, es ist, Wissen ist ein gewisser Schutz vor Fake News, weil ich halt mit mehr Wissen auch ein bisschen kritischer Dinge einordnen kann. Es ist nicht der einzige Schutz, man kann trotzdem reinfallen. Ich kenne einige, die da ordentlich reingefallen ist, obwohl sie doch Wissen haben. Aber es ist, sagen wir mal so, vielleicht die erste Impfung gegen Fake News, weil ansonsten muss ich irgendwie alles glauben. Und ich muss jedes Mal aufs Neue googeln. Wenn ich das Wissen aber habe, kann ich es besser einordnen. So. Die zweite Ebene ist die soziale Ebene. Wissen ist quasi so ein kommunikatives Bindemittel, ein Socializing-Tool. Wenn Sie irgendwo auf eine Party gehen oder hier, ja, und Sie kommen mit Menschen ins Gespräch, klar, Sie können darüber sprechen, na, wie schmeckt's oder wie ist das Wetter oder so. Ja, aber wir sprechen ja trotzdem alle auch immer über verschiedene Dinge, die man halbwegs zum Allgemeinwissen zählen kann. Über Sport, über Musik, über auch Urlaube. Das hat ja auch immer was Geografisches. Ich war kürzlich auf einer Podiumsdiskussion und da habe ich das zum Beispiel als Argument gebracht und da war ein Unipräsident und der meinte, ja, ich kann mich erinnern. Ich war kürzlich auf einer Tagung und da habe ich eine Kollegin getroffen nach 3 Jahren. Und wir konnten uns noch daran erinnern, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, das waren die Boateng-Brüder. Das war das, was übrig geblieben ist aus der Konversation. Nicht ihr Arbeitsbereich, sondern die Boateng-Brüder. Darüber haben die gesprochen. Also irgendwo ist es so etwas, was Menschen ja verbinden kann, ähnliche Interessensgebiete und irgendwelche Meinungen dazu. Und daher, in der Regel fällt es mir nicht so schwer, wenn ich auf einer Party bin, mit Leuten zu sprechen, weil ich irgendwo über deren Musik sprechen kann oder alles andere. Das hier noch ein Beispiel von mir, das ist einer meiner besten Kumpels, Takifumi, den habe ich auf einer Sprachreise kennengelernt und der saß da rum und dann mache ich so, Mensch, lass uns mal über Sumo reden. Seitdem habe ich einen Stein im Brett. Ne? Ich bin mit Interesse ihm gegenüber und seiner Kultur hingebracht und seitdem hat er mich ein paar Mal in Europa besucht, ich in Japan und das würde auch nie vergessen, wie da so ein Europäer ihn über seinen Volkssport ausgefragt hat. Und man kann halt auch einfach bessere Fragen stellen, je mehr Wissen man hat. Ne? Die besten Interviewer, die ich kenne, sind die, die viel Wissen haben. So, aber es gibt eine Regel dieses Besserwisser-Clubs, ganz, ganz wichtig beachten. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung. Ja? Niemals prahlen. Niemand mag Besserwisser. Ja? Also, wenn Sie jetzt sagen, jetzt will ich aber besonders viel lernen, um das allen zu zeigen, ist nicht der richtige Weg. Das habe ich so mit 14, 15 gemerkt. Und seitdem habe ich es, glaube ich, sozialverträglich kanalisiert. Also, wenn nicht, sagen Sie mir Bescheid. Und die dritte Ebene ist, klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen pathetisch, aber ist das, was ich so als gesellschaftliche Ebene identifiziert habe. Wissen ist unser Fundament. Ne? Das ist ja vielleicht auch was ganz Banales, was Offensichtliches, aber nicht nur für Innovation, Fortschritt, Wirtschaft, sondern es ist auch gleichzeitig sozialer Kitt einer Gesellschaft und vor allem einer demokratischen. Wir haben das große Glück, in einer Demokratie leben zu können. Und wenn wir Nachrichten schauen nach Iran oder auch Russland, dann sehen wir gewisse Vorteile, in einer Demokratie leben zu können. Aber Demokratie setzt eben auch Bürger voraus, die
sagen wir mal, an dieser Demokratie partizipieren und dann dementsprechend auch hoffentlich ein gewisses Wissen mitbringen, was im weiten Sinne eben auch Allgemeinwissen ist. Und ich würde Sie gern hier einmal nochmal auf die Probe stellen. Ja? Erkennt jemand von Ihnen einen dieser jungen Herren? Das ist jetzt nicht gegendert, aber das ist drei Herren. Und das ist zum... Oh, wo, wer hat das gesagt? Wie alt? Ja, 30. Sehr gut. Gerade noch das Alter, in dem man Mr. Beast kennt. Ich kenne ihn auch noch. Ich bin 33 jetzt. Sehr gut. Mr. Beast. Wer hat noch nie von Mr. Beast gehört? Okay, jetzt bewegen Sie sich. Sehr gut. Okay. Die anderen beiden? Mr. Beast. Ja, das ist Jimmy Donaldson. Ist nicht sein richtiger Name. Ja, das ist Jimmy Donaldson. Gut, daneben haben wir Elias Nährlich, Elias N97, und daneben Younes Maru, glaube ich. So, was haben die gemeinsam? Die sind alle sehr, sehr erfolgreich, wirklich erfolgreich. Ja? Also der Mr. Beast, das ist ein YouTuber. Ja? YouTuber hat mittlerweile über 100 Millionen Abonnenten. Seine Klicks werden 50 Millionenfach aufgerufen. Ich komme aus dem Fernsehen, unsere Sendung wird am Tag so... Naja, 2,5 Millionen gucken zu. Gut, wenn man sagen Deutschland, und der ist ja Amerikaner. Nichtsdestotrotz. Das ist einer der erfolgreichsten YouTuber. Und ich sag mal, Sie haben alle von dem noch nicht gehört und ihn noch nicht gesehen. Und das sind Millionen, die ihn sehen. Er hat jetzt kürzlich eine Burgerkette eröffnet, ja. Das heißt, es hat wirkliche wirtschaftliche Folgen. Ja? Da waren Tausende von Menschen, die haben sich Burger da geholt, also im realen Leben. Ja? Elias Nährlich hat ein Fußballteam aufgebaut. Und Younes ist bei Twitch. Die sind alle auf irgendwelchen Plattformen unterwegs. Das mag jetzt nichts Neues für Sie sein, dass es diese Plattformen gibt. Aber das alles hat praktische Folgen. Ja? Und die interessante Erkenntnis dabei ist, es gibt also eine enorme Fragmentierung der Mediennutzung. Und die erreichen halt Millionen von Menschen, für die diese Menschen sehr zentral sind. Ja? Und durch diese Fragmentierung hat sich natürlich unsere Informationsaufnahme auch verändert und auch das, was wir so für Gesellschaft halten und für Realität halten. Ja? Und nun mag man einwenden, naja gut, aber das hat es ja schon immer irgendwie so gegeben. In dieser Form meines Erachtens nicht, weil es gibt einen signifikanten Unterschied zur Vergangenheit. Wenn meine Oma gesagt hat, na, die Beatles, die mag ich nicht, und meine Mutter mochte die Beatles. Ja? Klar, Geschmacksunterschiede in Musik und so weiter gab es immer. Aber hier gibt es einen riesigen Unterschied und das ist der Plattformcharakter. Ja? Es sind Plattformen, auf denen sich parallele Digitalgesellschaften, aber vor allem Gesellschaften gegründet haben, wo Leute miteinander interagieren können. Und was folgt daraus? Eine Umkehrung dieses Trends gibt es nicht. Es fragmentiert sich alles. Ja? Also es gibt nicht mehr nur noch zwei Fernsehsendern, sondern... Ich habe jetzt gestern mal nachgeschaut, es gibt über 400 in Deutschland. Ja? Dann gibt es noch Netflix, dann gibt es YouTube, dann gibt es Twitter, dann gibt es all das. Das heißt, es gibt enorme Fragmentierung. Wir können ja sagen, ist alles nichts für mich. In Ordnung. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, Sie müssen da alle hin. Aber man muss wahrnehmen, dass all das, diese Nutzung, weil da wird Zeit verbracht, da werden Informationen aufgenommen, dass der Realitätssinn ist für die Menschen, die da sind. Für die ist das diese Realität. Für die ist das auch, was denn Allgemeinbildung ist. Das heißt, es bilden sich immer mehr Wissensinseln. Und quasi Echokammern auf diesen Wissensinseln. Und das ist eine Herausforderung und Gefahr für eine Gesellschaft, die ja davon lebt, dass wir alle irgendwie einen gemeinsamen Blick auf die Realität haben. Das, was ist. Und wenn diese verschiedenen Inseln nicht mehr wirklich miteinander kommunizieren oder gar kommunizieren können, dann... hat so eine Gesellschaft auch eine große Herausforderung. Und daher ist es eben eins vonnöten, dass man so die eigenen Filterblasen mal durchbricht. Einfach mal aufknüpft und einfach entweder mal auf so eine Plattform geht oder sich mal in die Charts reinhört. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so Apache 207, UFO 361, Straßenbande 187, ne? Sie müssen das nicht gut finden. Aber ich würde Ihnen eins raten, einfach mal zweimal im Jahr die deutschen Charts sich anzuhören. Nur so ein, einfach ein Gefühl zu bekommen, was die Lebenswelten von anderen Menschen sind. Weil sonst entstehen immer mehr verschiedene Wissensinseln
Und irgendwann ist die Kommunikation sehr, sehr gestört, was schon der Fall ist. Was eine Folge ist aus dieser Zersplitterung eben der Informationsaufnahmen. Und ein Weg, den man eben da rausfinden kann oder wo man ein bisschen was gehen kann, ist eben sich bewusst als Hausfrauen zu stellen, immer mal irgendwo anders Informationen aufzunehmen und zu gucken, was ist. Weil sonst, was bleibt außer verschiedenen, und ich spreche hier über verschiedene Dinge, wo alle irgendwo eine Meinung haben, wo man sich trifft und wo man sagt, wir sprechen darüber, was bleibt außerdem, außer Pandemie und außer im Angriffskrieg, bleibt nicht mehr viel. Eins bleibt noch, das ist die Mannschaft, darf nicht mehr so genannt werden, habe ich in Frankfurt gelernt. Ich weiß nicht, ob man sich von den Erfolgen der Mannschaft abhängig machen möchte, aber vielleicht brauchen wir noch mehr Themengebiete außer Fußball, weil selbst wenn Sie alle Tatort gucken, viele gucken es nicht mehr, Fernsehen geht zurück. Wir brauchen mehr Themengebiete, auf denen wir alle miteinander sprechen können. Und dafür ist es notwendig, eben sich selbst immer zu fordern und irgendwo anders hinzugucken, als die Wege, die man sowieso ohnehin jeden Tag nutzt. Und das ist mein Plädoyer für Blickerweiterung, für Allgemeinwissen. Das hat einen gesellschaftlichen Wert und eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Sonst ist Gesellschaft als solches kaum mehr möglich und man erreicht nicht mehr alle Menschen. Daher, das ist mein Plädoyer für Allgemeinwissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie was mitnehmen können. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beer. Und bitte nochmal einen Applaus für Sebastian Klusmann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön. Die beiden Songs, die jetzt kommen, sind von Coldplay. So ist es. Und das ist The Scientist und Viva la Vida. Viel Vergnügen. Nobody said it was
back to the start. I used to rule the world, seas will rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is still long living. One minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my cassette died upon a pillar's of salt, a pillar's of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, a Roman cavalry choir singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, and once you've gone there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shadow witness and the sound of drums, people couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, a Roman cavalry choir singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, and once you've gone there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. I hear Jerusalem bells are ringing, a Roman cavalry choir singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, and once you've gone there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. Dankeschön. Anna Krüger, meine Damen und Herren, und Norman Klebe. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das gibt ein Wiederhören und es gibt auch ein Wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, wir kommen jetzt zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Wirtschaftspreis Altmark 2022. Wie werden wir das machen? Ich bitte die jeweiligen Laudatorinnen oder Laudatoren nach oben und verlese dann die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber für die jeweilige Kategorie. Und die Gewinner werden dann aber von den jeweiligen Laudatorinnen oder Laudatoren bekannt gegeben. Und dann gibt es auch die Laudatio dazu. Dann die Preisübergabe durch unsere Vorstandsvorsitzenden, durch die Landräte und durch den Staatssekretär und ein schönes Pressefoto. Und das Ganze begleitet natürlich von ganz viel Applaus. Wir beginnen mit der Kategorie Existenzgründung. Und da bitte ich nach vorne
den Gewinner aus dem letzten Jahr, Herrn Tobias Japke-Hallmann. Bundeshaushalts- und Eisenwaren. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie auf das Herzlichste. Mikrofon nehmen Sie das oder okay? Ich lese erst einmal vor, wer sich beworben hat für diese Kategorie. Um den Preis haben sich beworben Dr. Simon Schepper, Forschung, Beratung, Lehre aus Dehre. Vanactive, Campingausbau aus der Hansestadt Salzwedel. Mai Unverpackt, Manufaktur für Tee, Gewürze und Unverpacktes aus der Hansestadt Stendal. Ross und, ja, nochmal ein Wu? Okay. Ross und Adam aus der Hansestadt Tangermünde. Common Software GmbH aus der Hansestadt Stendal. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Diplom-Ingenieur Jörg-Peter Kairis und Diplom-Ingenieur Christian Görges aus der Hansestadt Salzwedel. Gymnow Fitness aus der Hansestadt Gardelegen und Campingplatz im grünen Elsebusch aus Ahrensee. And the winner is... Das sagen Sie jetzt. Jawohl. Der Preisträger 2022 in der Kategorie Existenzgründung ist der Campingplatz im grünen Elsebusch mit Café Buscheria. Das ist okay, eigentlich darf sie sich die Laudatio unten sitzend anhören, aber wir machen jetzt, wir machen jetzt mal eine Premiere. Bleiben Sie bitte einfach auf der Bühne und schauen Sie ihm über die Schulter beim Lesen. Vielleicht fällt Ihnen ja was auf, okay? Bleiben Sie bitte auf der Bühne, Sie haben sich tausendfach verdient, bitte. Urlaub im eigenen Land ist voll im Trend. Einer der schönsten Orte dafür ist in der Region, ist zweifelslos der Ahrensee. Die Perle der Altmark zieht jährlich tausende Touristen aus nah und fern an. Viele von ihnen wollen ihren Urlaub möglichst frei und naturnah, abseits vom Massentourismus verbringen. Camper und Wohnmobilisten sind ausgeprägte Individualisten, die stets auf der Suche nach dem Besonderen sind. Für sie hat Bettina Hülz ein idyllisches Refugium geschaffen. Ihr Campingplatz im grünen Elsebusch liegt nur wenige Minuten Fußweg vom Ufer des Altmärkischen Meeres entfernt. Die Anlage umfasst rund 11.000 Quadratmeter mit Verwaltungsgebäude, Sanitärgebäuden und Gastronomiebereich. Eine 7.000 Quadratmeter große gepflegte Wiesenfläche, zum Teil mit schattigen Bäumen, bietet ganzjährig rund 70 Stellplätze und Zeltplätze. Hier kann man inmitten der Schönheit der Natur die Seele baumeln lassen. Für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten stehen 3.500 Quadratmeter Sport- und Spielplatzfläche zur Verfügung. Der Name des Platzes im grünen Elsebusch ist für die Inhaberin Programm. Durch umfangreiche Neuanpflanzungen wurde das Areal noch naturnah gestaltet, wobei besonders auf bienenfreundliche Pflanzenwahl geachtet wurde. Obstbäume und Beerensträucher bieten in den Sommermonaten reichlich Früchte für leckere Kuchen oder Marmeladen. Die gibt es in der neu gestalteten Buscheria. Das gemütliche Café lädt zu Kaffee und Kuchen, Eis und einem kühlen Getränk ein. Mit dem täglichen Brötchenservice oder auf Frühstück starten hier viele Besucher an den Tag. Künftig soll die Buscheria und die dazugehörige Terrasse auch Bühne für Musik und andere kulturelle Veranstaltungen sein. Was sich so locker anhört, hat viel Mut und Kraft gekostet. Das leerstehende und vernachlässigte Grundstück auf Vordermann zu bringen, war eine echte Herausforderung für das Existenzgründerpaar. Ohne tatkräftige Unterstützung aus Freundeskreis und Familie wäre eine zeitnahe Eröffnung undenkbar gewesen. Handwerker mussten gefunden werden und es galt so manches bürokratische Hindernis zu überwinden. Als sehr guter Partner erwies sich von Anfang an die Sparkasse Altmark West, die ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept bot. Bettina Hülz ließ sich nicht beirren und setzte ihren Traum in die Tat um. Trotz aller Probleme hat sie ihre gute Laune nicht verloren. Nach dem Unternehmensmotto »Life is better than flip-flops« wollen die Firmenchefin, ihr Lebenspartner und die Mitarbeiter ihren Gästen mit ihrer positiven Lebenshaltung einen unbeschwerten Urlaub in entspannter Atmosphäre bieten. Die fröhliche Stimmung, die schnell überspringt, ist Ausdruck altmärkischer Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Ja, Altmärker können auch herzlich. Vielen Dank für diese wunderbare Laudatio und ich bitte jetzt nach oben.
die beiden Landräte, unsere beiden Vorstandsvorsitzenden und den Herrn Staatssekretär zur Übergabe der Pokale oder des Pokals. Und natürlich auch dann mit der Bitte, wenn das Pressefoto gemacht wird, um einen ganz großen Applaus nochmal für diesen Preis in der Kategorie Existenzgründung. So, meine Herren, das ist jetzt alles Ihres. So. Wirtschaftspreis Altmark in der Kategorie Existenzgründung im grünen Elsebusch Campingplatz. Und bitte auf die Bühne Frau Kerstin Ramminger, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Stendal e.V. Meine Damen und Herren, bitte einen Applaus für Frau Ramminger. Grüß Sie. Guten Abend, hallo. Um den Preis in dieser Kategorie haben sich beworben der Landwirtschaftsbetrieb Jochen Thomsen aus der Hansestadt Osterburg, die GBR Wallstawe aus Wallstawe, Rokett Klötze GmbH und Co. KG aus Klötze und Maschinenring Elbhavelwinkel e.V. aus Wust Fischbeck, Ortsteil Fischbeck. Und der Gewinner in der Kategorie ist? Preisträger in der Kategorie Landwirtschaft ist der Landwirtschaftsbetrieb Jochen Thomsen. Bei unserem nächsten Preisträger stehen traditionelle Werte im Mittelpunkt. Die Leidenschaft zum Beruf und seine Arbeit zeichnen sich durch Nachhaltigkeit und den Respekt vor den Tieren aus. In diesem Sinne bewirtschaftet Jochen Thomsen ein familiengeführtes landwirtschaftliches Unternehmen. Der Begriff Tradition hat für diesen Betrieb eine ganz besondere Bedeutung. Denn, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit dem 14. Jahrhundert besteht die Ahnenfolge ununterbrochen aus Landwirten. Sie wird auch in der nächsten Generation nicht abreißen, denn der älteste Sohn will den Betrieb einmal weiterführen. Wer erfolgreich wirtschaften will, muss sich immer wieder auf neue Bedingungen einstellen, neue Erfahrungen einbringen, um am Puls der Zeit zu sein. So kümmert sich der Ackerbau- und Mutterkuhbetrieb in Düsedau bei Osterburg nicht nur um Land und Tier. Neben der Landwirtschaft sind pädagogische Konzepte für Schulen, Kindergärten und Privatpersonen Teil der Firmenphilosophie. Ideen werden in ihrer Gestaltung erst einzigartig durch Menschen, die sich dafür begeistern, sie aktiv gestalten und umsetzen, sagt der Firmenchef. Und an Ideen mangelt es ihm nicht. Besonders stolz ist er auf den Preis im UN-Dekade-Wettbewerb für biologische Vielfalt, den er für ein Blühwiesenprojekt und ein Projekt für Leben mit der Natur und den Tieren erhielt. Damit werden Möglichkeiten der Einbindung von Bauernhöfen in die heutige Gesellschaft aufgezeigt. In diesem Rahmen besuchen zum Beispiel Menschen der Lebenshilfe Osterburg mit Inklusionsbedarf regelmäßig den Betrieb. Es geht darum, fundiertes Wissen entsprechend den Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Einzelnen zu vermitteln und die erlangten Erkenntnisse nachhaltig zu nutzen. Den Teilnehmenden werden ihre Stärken aufgezeigt, Vertrauen und Selbstbewusstsein werden gestärkt. Mit der Region ist der Betrieb auf vielfältige Weise verbunden. Nicht nur bei regelmäßigen Besuchen von Schulen und Kindergärten lernt der Nachwuchs die moderne Landwirtschaft kennen. Auch auf Instagram und Facebook können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen. Entsprechend dem Firmenmotto, im Kleinen zu wirken, Großes hervorzubringen, will das Unternehmen auch künftig aktiv die Region mitgestalten. Dabei ging die Familie mit gutem Beispiel voran. Ganz im Sinne der Tradition hat Tochter Carola derzeit den Titel der Osterburger Spargelkönigin inne. Wir bitten auf die Bühne Preisträger Landwirtschaftsbetrieb Jochen Thomsen. Bitte sehr.
Meine Damen und Herren, hier ist der Preisträger in der Kategorie Landwirtschaft, Landwirtschaftsbetrieb Jochen Thomsen. Wir kommen zur Kategorie Dienstleistungen und Tourismus. Für die Laudatio bitte ich nach oben Herrn Carsten Jüschig von Jüschig Telekommunikation, Preisträgerwirtschaftspreis 2021 in dieser Kategorie Dienstleistungen und Tourismus. Beworben dafür haben sich IDA, Integrationsdorf, Ahrensee GmbH und Co. KG aus Ahrensee. Chausseehaus G GmbH aus der Hansestadt Stendal. Dienstleistungsservice Elke Klaus GmbH aus der Hansestadt Stendal. Janssen 3D-Vermessung und 3D-Modellierung GmbH aus der Hansestadt Salzwedel. Stadtwerke Havelberg GmbH aus der Hansestadt Havelberg. Grünland, der Bioladen aus der Hansestadt Salzwedel. Jost Fischer GmbH aus der Hansestadt Salzwedel. Laborservice Schröder und Polen GbR aus der Hansestadt Salzwedel. Ingenieurbüro Lehmann aus der Hansestadt Stendal, Ortsteil Üngligen. Astraea Seminarhof Weltfrieden Haus und Hof GmbH aus Ahrensee, Ortsteil Wissum. Schulz Volz GmbH aus der Hansestadt Stendal und der Blockverlag aus Bismarck, Ortsteil Kremkau. Lieber Herr Jürschig, wer ist 2022 Gewinner Wirtschaftspreis Altmark in der Kategorie Dienstleistungen und Tourismus? Bitte sehr. Der Sieger ist IDA Integrationsdorf Ahrensee GmbH und Co. KG. Ich freue mich, die Laudatio fortzuführen. Ahrensee, es war einmal ein kleines Dorf, versteckt in einem tiefen Wald, an einem idyllischen See. Dort wohnten Menschen mit und ohne Behinderung, verbrachten freie Zeit fröhlich zusammen. Zugegeben, es klingt ein wenig nach einem Märchen. In der Altmark ist es jedoch seit Jahren im IDA, einem konsequent barrierefreien Integrationsdorf, Realität. Nur 400 Meter vom Strandbad Ahrensee liegt es idyllisch eingebettet in einem alten Kiefernwald. Das großzügige Gelände eignet sich für einen genüsslichen Rückzug, ebenso wie für Gemeinschaftserlebnisse mit Sport, Spiel und kreativen Angeboten. Träger der Einrichtung ist seit Mai 2020 die Curatio Verwaltungs GmbH, zu der verschiedene Firmen im sozialen Bereich gehören. Die Übernahme vom vorherigen Nutzer war zugleich eine Erweckung aus dem Dornröschenschlaf. Mit Dianira Lehrer, die es der Liebe wegen in die Altmark verschlagen hat, leitet eine engagierte Hotelfachfrau das 18-köpfige Team, darunter drei Auszubildende. Das Konzept Menschen mit Handicap und Nichtbehinderte sollen auf dem rund einem Hektar großen Gelände gemeinsam mit oder nebeneinander Urlaub machen. Bisher standen dafür 44 Wohneinheiten als eigenständige Ferienwohnung zur Verfügung. Seit diesem Jahr bietet ein Hostel weitere Unterkunftsmöglichkeiten. Die Schaffung von barrierefreien Wohnmobilstellplätzen ist geplant. Das Urlaubsdorf ist ganzjährig geöffnet. Zu etwa 60% wird das Angebot von Menschen mit Behinderung genutzt. Dazu gehören Individualgäste und Gruppen aus Einrichtungen. Die anderen 40% sind Familien, Vereine und Firmen. Letztere schätzen besonders die Tagungs- und Feiermöglichkeiten, die die 5 Veranstaltungsräume bieten. So manch ältere Gäste schweigt beim Besuch in Kindheitserinnerungen. Das Gelände wurde in den 60er Jahren als Ferienlager des VEB Erich Weinert und des VEB Messgeräte Armaturenwerk Karl Marx Magdeburg-Buckau genutzt. Ob für die Jugendweihefeier, Hochzeit oder kommunalen Neujahrsempfang. Das IDA ist auch für Bürger der Stadt Ahrensee ein beliebter Anziehungspunkt. Das wohl größte Highlight in der Geschichte von IDA und der Stadt
steht im kommenden Jahr an. Im Sommer 2023 ist Arnsee Übernachtungsgastgeber für die syrische Nationalmannschaft im Special Olympic World Games in Berlin, der Olympischen Spiele der Menschen mit geistiger Behinderung. Gemeinsam mit der Stadt bereitet sich das IDA-Team langfristig auf diese Ehre und Herausforderung vor. Vielen herzlichen Dank für die Laudatio. Und jetzt bitte ich die Herren, Preise, Pokale, Schecks und Urkunden zu übergeben. Meine Damen und Herren, Gewinner in der Kategorie Dienstleistung und Touristik, IDA, Integrationsdorf Arensee GmbH und Co. KG. Wir kommen zur vierten Kategorie des heutigen Abends. Das ist die Kategorie Handwerk. Und ich bitte nach vorn für die Laudatio Herrn Volker Kreitz, Haustechnik Kreitz GmbH und Co. KG, letztjähriger Preisträger. Ein Beifall für Herrn Kreitz. Ich lese nochmal alle Bewerber vor und dann legen Sie los, Herr Kreitz. In der Kategorie haben sich beworben Ingenieurbau Altmark GmbH aus der Hansestadt Stendal, die Thormann-Gruppe aus der Hansestadt Stendal, Tischlerei Axel Pieper aus Rohrberg, Ortsteil Alum, und die ERS GmbH aus Klötze. Und der Gewinner, Wirtschaftspreis Altmark 2022 in der Kategorie Handwerk, ist Herr Kreitz. In dem Fall die Thormann-Gruppe. Die Thormann-Gruppe. Sie können ruhig ein bisschen näher rangehen. So, ja, ich gehe hier ran. Es fing zwar nicht in einer Garage in Kalifornien an, wie bei einem bekannten Weltkonzern, sondern 1978 in einem kleinen Karosseriewerkstatt im altmärkischen Bismarck. Die Firmengeschichte der Thormann-Gruppe kann sich aber ebenso sehen lassen. Sie ist heute in ihrer Branche ein Big Player in der Altmark und darüber hinaus. Nachdem Lars Thormann im Jahr 1991 die Geschäfte seines Vaters übernommen hatte, baute er ein erfolgreiches Unternehmen auf, das heute insgesamt 8 Autohäuser in Stendal, Gardelegen und Brandenburg an der Havel umfasst. Der Vertragshändler für die Marken Skoda, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Mitsubishi und Ford zählt inzwischen mehr als 210 Beschäftigte. Er gehört zu den 5 größten Mitsubishi-Partnern in Deutschland und war 2019 im Top 25 Skoda Club vertreten. Trotz der beachtlichen Leistungskraft und Größe menschelt es im Unternehmen sehr. Das spiegelt sich nicht nur im Firmenlogo und dem Slogan außergewöhnlich persönlich wider, sondern wird im täglichen Miteinander mit Mitarbeitern und Kunden gelebt. Mit einer eigenen Mitarbeiter-App wurde kurze Informationswege auf Augenhöhe geschaffen. Individuelle Qualifizierung und Weiterbildung wirken dem Fachkräftemangel entgegen. Besonders stolz ist man darauf, dass ein Großteil der Beschäftigten im Unternehmen selbst ausgebildet wurde. Darunter waren immer wieder Auszubildende dabei, die mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Auch in Sachen technischer Innovation ist die Firma oft Vorreiter in der Branche. Der Name Thormann steht für eine bekannte Marke und ist in der Altmark nicht nur ein Begriff, wenn es um den Fahrzeugverkauf und den Fahrzeugservice geht. Öffentliche Veranstaltungen, gemeinsame Erlebnisse verbinden die Firma mit den Menschen vor Ort und tragen zur kulturellen Vielfalt bei. Der jährliche Offroad-Tag ist zum Beispiel ein motorsportlicher Höhepunkt. Außerdem werden die verschiedensten Veranstaltungen in der Region unterstützt. Dazu zählen Reitturniere, Motocross-Events, das Hansefest in Gardelegen, das Burgfest in Tangermünde, um nur einige zu nennen. Die Thormann-Gruppe ist ein Imageträger für die gesamte Region. Die Heimatverbundenheit drückt sich aber ganz besonders im sportlichen Bereich aus. Den TuS Schwarz-Weiß Bismarck unterstützt das Unternehmen seit 4 Jahren sehr intensiv. Aus dem Sponsoring hat sich eine echte Symbiose entwickelt, da durch den engen Kontakt zu den Vereinsmitgliedern viele Mitarbeiter und Auszubildende gewonnen werden konnten. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Laudatio. Und wir bitten die Damen und Herren der Thormann-Gruppe
auf die Bühne zur Übergabe der Urkunden, der Preise, des Schecks, des Pokals. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihren Applaus für unseren Preisträger, die Thurmann-Gruppe. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch die fünfte Kategorie des heutigen Abends. Wirtschaftspreis Altmark. Kategorie Verarbeitendes Gewerbe. Und für die Laudatio bitte ich davon Herrn André Rummel, Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Rummel. Beworben in dieser Kategorie haben sich die Meshpack GmbH aus Klötze, Ortsteil Kusei, und Pure Raw Knufmann GmbH aus Klötze. Jetzt, lieber Herr Rummel, der Gewinner in dieser Kategorie lautet wie? Bitte sehr. Der Gewinner ist die Meshpack GmbH aus Kusei. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ländlicher Raum ist Wirtschaftsraum. Davon sind wir alle hier im Saal, denke ich, überzeugt und wir Altmärker insbesondere. Die gut 10.000 Unternehmen, die bei der IHK Magdeburg sind, plus ungefähr 3.000 Unternehmen, die wir Handwerksunternehmen in der Altmark haben, geben unserer Region ein Profil und übernehmen auch für unsere Region Verantwortung und natürlich auch für die Menschen, die da wohnen. Und das trifft auch für den Preisträger in der Kategorie verarbeitendes Gewerbe zu. Die Altmark, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird oft unterschätzt und man kann überleiten und fragen, wer würde schon vermuten, dass es im altmärkischen Kusei ein Unternehmen gibt, das seit 1997 seine innovativen Produkte in die ganze Welt liefert, ja sogar Weltmarktführer ist. Und das kann man mit einem Satz sagen, im Kleinen liegt oft Großes verborgen. Und das trifft eben auf unseren Preisträger zu. Die Meshpack GmbH ist ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen und es stellt Netzprodukte her. Und wenn ich jetzt mal einige Beispiele nenne, dann werden Sie das sofort zuordnen können. Es geht um Verpackungsnetze für Lebensmittel, Decken Sie an Kartoffeln oder Orangen. Agrarnetze gehören zur Palette, aber eben auch Palettenwickelnetze. Und weil wir jetzt ja kurz vor Weihnachten sind, unter anderem auch Netze für unsere Weihnachtsbäume. Also jeder, der einen Weihnachtsbaum kauft, wird wahrscheinlich ein Netz von der Firma Meshpack nutzen. Und diese Firma Meshpack ist der einzige Netzlieferant, der hier in Deutschland produziert. Und wenn man sich mal fragt, wie viel Meter Netz wurde denn produziert, 2020 zum Beispiel, dann waren das rund 90 Millionen Meter Netz. Ich denke mal, einige von Ihnen wissen auch über die Historie der Firma Bescheid. Der Eigentümer, eine Firma aus Griechenland, hat die Produktion 2019 heruntergefahren und hat die Auflösung des Unternehmens geplant. Mit der Übernahme der Meshpack GmbH durch Thomas und Michael Hartung aus Klötze wurde diese Gefahr abgewendet und die Firma gerettet. Es wurden Arbeitsplätze erhalten und natürlich auch die Produktionsstätte und damit wurde Kompetenz auch in der Altmark gehalten. Die
Firma hat über 40 Mitarbeiter und bietet auch für diese Mitarbeiter optimale Bedingungen. Ich habe mir sagen lassen, die Mitarbeiter können über langfristige Arbeitsverhältnisse und Verträge verfügen, über Weiterbildung und auch kostenfreie medizinische Vorsorgeuntersuchungen. Und was aus Sicht der IHK wichtig ist, Meshpack ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Und das ist in der heutigen Zeit, wir haben es gehört, mit den Herausforderungen ganz wichtig, dass wir der Jugend auch Zukunft geben. Wenn ich sage wir, dann in dem Fall die Meshpack GmbH. Jetzt noch zwei wichtige Punkte, die ich anführen würde. Und zwar einmal, Meshpack arbeitet ganz sehr an ihrem CO2-Fußabdruck. Wer mal in der Firma ist, wird sehen, dass es sehr innovative Produktionsprozesse sind, die dort auflaufen und ablaufen. Und die Firma hat auch eine eigene PV-Anlage. Bei den Produkten setzt Meshpack auf Nachhaltigkeit. Gerade in diesem Jahr war Meshpack auf vielen nationalen und internationalen Messen und hat dort ein neuartiges Bionetz vorgestellt, und zwar Bionetz aus Maisstärke. Und ich habe im Internet noch mal recherchiert, das wurde mir hier nicht aufgeschrieben, aber ich denke, das ist sehr interessant. Auf der 27. Internationalen Weihnachtsbaumbörse in Straßkirchen hat die Firma Meshpack in diesem Jahr einen Innovationspreis erhalten und dafür auch noch mal in diesem Rahmen herzlichen Glückwunsch und vielleicht noch mal einen Applaus. Ich habe natürlich auch auf der Internetseite noch mal gelesen, wie die Firma sich dort präsentiert. Und ich habe einen Spruch gefunden, einen Slogan gefunden, den ich sehr bemerkenswert fand und vor allen Dingen sehr selbstbewusst. Der Slogan heißt: Produkte, Qualität und Funktionalität ohne Kompromisse. Und das stimmt, ich kenne die Firma, ich war schon vor Ort. Insofern kann ich das also bestätigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Unternehmen ist natürlich vielfach engagiert, auch in der Region, im Freizeitsportbereich. Die Firma bietet Ferienshops an, Schülerpraktika und so weiter. Also das soziale Engagement ist auf jeden Fall hier auch vorhanden. Schließen möchte ich die Laudatio mit einem Zitat eines Unternehmers, der mal gesagt hat: Wichtiger als der richtige Weg ist die richtige Richtung. Und die Richtung stimmt bei der Firma Meshpack. Insofern von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum Wirtschaftspreis Altmarkt 2022 in der Kategorie Verarbeitendes Gewerbe der Firma Meshpack GmbH aus Kusei. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Rummel. Dankeschön. Und ich bitte die Herren der Firma Meshpack auf die Bühne, um die Ehrung entgegenzunehmen. Ich will noch ein paar Worte loswerden. Erstmal vielen Dank an die Jury für die objektive und sachliche Bewertung unserer Nominierung. Ohne Schleichwerbung, Hans-Jürgen Bär und Bodo Schulz, wir haben lange noch zusammengesessen, um die Meshpack wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen und das Unternehmen wieder so zu präsentieren, wie es sich heute darstellt. Und das danken wir auch mit einer zweiten schwarzen Zahl in Folge dieses Jahr. Was ich noch sagen will, grundsätzlich hat den Grundstein für das Unternehmen, für die Hartung-Gruppe, unser Vater erlegt, der dieses Jahr leider im März viel zu früh von uns gegangen ist. Und brachte 1980 die Hartung Haustechnik als Unternehmen an den Markt und wir beschäftigen heute insgesamt knapp 70 Leute und haben angefangen mit dem Heizungs- und Sanitärbetrieb und da stellt man sich natürlich die Frage,
wie kommt ein Heizungssanitärbetrieb zum Kunststoffbetrieb? Wir haben die Meshpack über Jahre begleitet in Sachen Heizungssanitär und viele Gespräche geführt, eben auch mit der Sparkasse, ohne Schleichwerbung. Das ist klar. Ein ganz kurzer Punkt. Herr Rummel hatte vorhin das Thema Bionetz angesprochen. Die Kunststoffindustrie gerät ja auch ein Stück weit immer mal wieder ins Hintertreffen mit Kritik, ob das nun Greta ist oder Friday for Future. Zu meinen Schulzeiten hat man das Wandertag genannt. Das ist Nein, aber grundsätzlich versuchen wir uns dieser Aufgabe zu stellen. Und an so einem Tag, wenn man schon auf der Bühne steht, darf es auch einen kleinen Seitenhieb Richtung Politik geben. Als wir angefangen haben, dieses Bionetz zu entwickeln, es soll förderliche Kritik sein, als wir angefangen haben, dieses Bionetz zu entwickeln, haben wir tagelang, wochenlang nach einem Labor gesucht in Deutschland, das uns dieses Bionetz letztendlich untersucht und uns eine Kompostierbarkeit bescheinigt. Wir haben niemanden gefunden. Wir sind fündig geworden in Österreich. Dort ist die Sache lange nicht so problematisch wie in Deutschland. Das mag viele Gründe haben, weil es viele Verbände hier in Deutschland gibt, die sich da nicht einig wären. Es ist toll, wir haben dieses Bionetz tatsächlich aus Maisstärke gemacht und natürlichen Additiven, die damit reinlaufen, und uns wurde auch eine Kompostierbarkeit zu Hause im Komposthaufen oder auch industrielle Kompostierbarkeit bescheinigt. Aber wir dürfen es in Deutschland nicht in die Biotonne werfen. Riesenfragezeichen bei allen, kann ich verstehen, aber es ist so. Vorhin haben wir gehört, wir sollen uns mit Wissen beschäftigen, machen wir auch. Wir haben jetzt mit der Kunststoffhochschule Sachsen-Anhalt in Halle einen Vertrag geschlossen und arbeiten an einem neuen Netz. Und vielleicht können die Politiker das mitnehmen, dass man mal überlegt, dass wir einen biologisch abbaubaren Stoff haben und wir dürfen ihn nicht in die Biotonne in Deutschland werfen. Unbedingt darüber nachdenken, was in dem Punkt hier falsch läuft. Das war's, danke. Glückwunsch an alle, die sich beworben haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Sebastian hat es gesagt, man macht sich sichtbar, richtig? Das hilft immer nach vorn. Glückwunsch an die Preisträger. Sie dürfen sehr stolz sein. Glückwunsch an die gesamte Region. Altmark, einfach anders vielleicht für die Zukunft. Und das ist sie ganz bestimmt. Ich bin gerne hier. Ich habe mich verliebt in die Region, sage ich ganz ehrlich. Wird wohl auch die Anlaufadresse bleiben in den nächsten Jahren, bin ich mir auch sehr sicher. Ich wünsche Ihnen allen in allererster Linie Gesundheit, damit Sie das alles genießen können, was Sie sich erarbeitet haben, was Sie aufgebaut haben, damit Sie die Erfolge genießen können und auch die Probleme genießen können, die Sie lösen. Das gehört ja auch dazu. Uns allen wünsche ich sowohl den großen Frieden, den wir brauchen, um uns entwickeln zu können, und ebenfalls ganz, ganz viel den kleinen Frieden, den wir brauchen in unseren Familien, in unseren Freunden, mit unseren Bekannten. Bleiben Sie gesund, möge Frieden in der Region sein und überall da, wo er gebraucht wird. Applaus